Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Talking Couch auf unserem Kanal Extended Cut. Heute sitzen wir hier nur wieder zu zweit, mal nicht zu dritt, zusammen mit dem Pierre. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Unseren Podcast gibt's natürlich auf YouTube ohne Bild, auf Spotify, auf iTunes und als RSS-Feed. Das Ganze funktioniert natürlich in der Kooperation mit Radio Korax und über das Thema, über das wir heute sprechen, das enthüllen wir euch später. Jetzt kommt natürlich erstmal eine wesentlich wichtigere Frage als unser Thema. Was hast du denn zuletzt gesehen, Pierre? Also zuletzt habe ich einen Film gesehen, über den reden wir noch mit Stefan zusammen. Das heißt, den lasse ich jetzt mal raus. Und zum anderen habe ich Child's Play gesehen, das Remake bzw. Reboot von Chucky, die Mörderpuppe aus den 80ern. Und ja, der Film war relativ gut, also hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe da Schlimmeres gedacht, dass da irgendwie was zu kompletter Durchfall rauskommt. Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit muss man ja auch ein bisschen Angst haben, ne? Weil diese Remakes ja teilweise vor allem von Horrorfilmen. Entweder wie es zum Beispiel alles tausendmal besser machen oder halt totale Grütze werden. Richtig. Aber habe ich jetzt gerade für die Grütze, die Filme habe ich alle vergessen. Ja, siehst du. Also atmosphärisch ist halt relativ top. Von der Musik her, von den Bildern her, auch schauspielerisch sehr gut. Wir haben zum Beispiel eine Aubrey Plaza, die ist eigentlich Komikerin und macht da halt ihren Job sehr gut in so einem ernsten Film. So ernst ist er jetzt auch nicht, aber trotzdem. Und die Puppe wird im Original von Mark Hamill gesprochen. Ah, genau. Sehr cool. Und in der deutschen Version halt von der Synchronstimme von ihm. Genau. Ja. Der hat halt Skills, ne, muss man auch dazu sagen. Der hat Skills. Ich habe den Trailer dazu gesehen, den fand ich ziemlich geil, weil der halt gar nichts verraten hat. Ne? Der hat nur so ein paar Ausschnitte aus diesen verschiedensten Horrorszenarien gezeigt und das fand ich ganz gut, weil es mal auch wirklich nur so ein Teaser war, so ein leichter Teaser. Ich gucke mir auf jeden Fall nächste Woche an und ich glaube, ich werde auch safe eine Kritik dazu. Schön. Obwohl ich jetzt mit Chucky, also mit den Originalfilmen halt eigentlich gar nichts anfangen kann, noch nicht gesehen habe und so weiter. Brauchst du aber eh nicht, also du kannst den Film auch einfach gucken, ohne die anderen zu kennen, genau. Okay, das ist natürlich gut. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe in der letzten Woche sehr viel nachgeholt, habe versucht quasi für heute meinen journalistischen Auftrag zu erfüllen und ein paar quasi, was habe ich gegoogelt, beste Animationsfilme und habe einfach mal ein paar Filme nachgeholt, die in der Liste mit drin waren, damit wir heute auch die zumindest so ein bisschen anreißen können. Aber zuletzt gesehen habe ich gestern Abend, okay, dafür muss ich mich, na gut, obwohl, ich habe gestern Abend Age of Ultron von Avengers gesehen. Den zweiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand den früher richtig scheiße. Echt? Ich fand ihn jetzt nicht mehr so schlecht. Also ich fand, er hat sogar einiges sehr, sehr gut gemacht. Also gerade diese Zwischenebene zwischen Iron Man und Cap für Civil War wurde da schon aufgebaut. Dazu finde ich die Banner Black Widow Story, die sich da entwickelt, auch extrem gut. Und über Ultron haben wir ja schon in unserer Folge, in unserer Marvel-Folge schon sehr ausführlich geplaudert, weil der als Bösewicht ist halt natürlich sehr gut. Trotzdem verfällt der Film halt früher oder später wieder in dieses Muster. Klischeehaft, die ganze Welt zerstören. Ja, und das dann halt auch noch so auf so einer großen Ebene. Man muss aber natürlich trotzdem dazu sagen, dass der Film ziemlich geil aussieht. Ja. Also das vergisst man häufig, gerade wenn man, glaube ich, über den spricht, weil er halt inhaltlich nicht ganz so stark ist wie gerade jetzt der Nachfolger Infinity War beispielsweise. Ja. War eine ganz nette Geschichte, muss ich ganz sagen. Ich hatte auch meinen Spaß dabei. Auch wenn er teilweise ziemlich düster daherkommt und wo man sich schon teilweise echt denkt, diese Horrorszenarien, wo Scarlet Witch sie alle die alle so betäubt mit ihrem. Diese Traumillusionswelt. Genau. Also, wenn was da dann reingeht, das hat schon leicht Horrorelemente auf einer bestimmten Ebene. Ja, doch. Ja, leicht halt, ne? Sehr oberflächlich, um das zusammenzufassen. Ich fand den eigentlich schon immer ganz gut. Ja. Also, naja, es gibt schlechtere. Ich hatte, glaube ich, am Anfang so ein paar Probleme mit dem, musste ein bisschen warm werden mit dem und komplett rund ist er halt auch nicht, aber. Welcher Marvel ist das denn? Ich hatte mir halt letzte Woche so einfach mal meine Marvel-Sachen ein bisschen aufgestockt und mir noch Winter Soldier und Civil War auf Blu-ray geholt, hab die dann durchgeguckt, über die muss man jetzt nicht sagen, das sind für mich zwei der besten Filme aus dem MCU und da gab es halt viele Anspielungen auf Age of Ultron und da habe ich mir gedacht, ja, gucke ich den mal wieder, ist schon wieder eine Ewigkeit her. Leider jetzt natürlich nicht so eine Mega-Empfehlung, wie ich finde, aber schön und gut. Über was reden wir heute, Pierre?
Das hast du ja schon gesagt. Du hast ja recherchiert, wir reden heute über Animationsfilme, beziehungsweise, möchte ich jetzt noch dazu sagen, genau. Wir haben uns darauf geeinigt, nicht nur einfach Animationsfilme zu nehmen, sondern es spielt alles so mit rein, so ein bisschen, also Zeichentrick, Anime, Stop-Motion, genau. Das zählt für uns alles so, wir haben es alles in diese Schiene. Wir haben es einfach alles in einen Topf geschmissen, aus dem Grund, weil wir, glaube ich, erstens gerade... Ist klar, wir könnten über jedes einzelne Untergenre des Animationsfilms extra Talk machen, aber dann müsste ich erstmal so viele für eine Top 10 gucken. Ja, ja, und außerdem, ich glaube, wenn wir nur Animationsfilme gemacht hätten, wäre die Top 10, glaube ich, einfach nur Disney. Einfach nur Pixar gewesen. Genau, also und, Pixar. Und ja. So auf der Ebene kann man hier halt auch mal ein paar Elemente gerade aus dem... Gerade aus Japan beispielsweise und China ein paar Sachen mit einbringen. Zum Beispiel. Mehr Japan, um natürlich ehrlich zu sein. Und beziehungsweise hier haben halt dann auch europäische Sachen eventuell die Chance, mit in diese Top 10 mit reinzukommen. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, wir haben es gerade schon gesagt, da gibt es verschiedenste Studios, die in der heutigen Zeit großartige Werke machen. Pixar ist natürlich gerade vorneweg mit Disney, weil die einfach eine atemberaubende Technik haben, die eigentlich, man muss, egal was für einen Film die jetzt bringen, der sieht immer gut aus. Und gerade Pixar hat einfach auch diesen Vorteil, dass die halt diese Writers' Rooms haben. Ne? Hast du einen DreamWorks-Film mit drin in deiner Liste? Oh, das kann ich dir aus dem Kopf gar nicht sagen. Ist gut möglich. Ich nicht. Aber ich habe da... DreamWorks haben ja so Madagaskar gemacht und so weiter. Ich glaube auch Ice Age und Ich einfach und verbessere. Ist nicht bei mir mit drin, Ice Age. Kommt bei mir so auf der 20, 30 vielleicht reinspaziert. Es sind natürlich Filme, mit denen ich groß geworden bin, aber heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, das sind halt Kinderfilme. Das sind ganz, ganz eindeutig Kinderfilme. Und ich glaube, wir werden es hier heute vermehrt feststellen, dass wir hier Filme sehen, die auf der einen Seite kindergerecht sind, aber selbst erwachsenen Zuschauern noch genügend mitgeben, dass der Film nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Also ich hab drei R-Rated-Filme in meiner Liste. R-Rated, muss ich mal gucken. Drei Stück habe ich. Ich habe auf jeden Fall... Ich muss schon sagen, also bei mir ist es eher, bei mir ist es eher so... Ich hab, glaube ich, zwei R-Rated habe ich mit dabei. Ja. Bei mir ist es eher so, da ich tendiere schon mehr in diese kindgerechte alternativen Sachen. Bei mir ist es halt auch schon, der Großteil. Die halt, aber halt trotzdem noch genügend Inhalt mitbringen, sodass man halt auch Erwachsene noch seinen Spaß mit dieser Geschichte hat. Keine Ahnung, weil mich das andere einfach im Gesamtpaket mehr reizt. Moment, was hatten wir hier noch? Falls jetzt bestimmte Franchises nicht mit vorkommen, möchte ich sie zumindest der faire halber Weise noch erwähnen. Gerade in den letzten Jahren sind ja vermehrt verdammt viele Animationsreihen aus dem Boden gesprossen. Man muss ja unter anderem hier zum Beispiel Shrek gibt es natürlich auch so, noch. Ja. Gab es auch, ich glaube, bei mir ist da zum Beispiel nicht mit drin. Ist auch von DreamWorks, glaube ich. DreamWorks, ja, safe. Dann gibt es die Ich einfach unverbesserlich Reihe, die ja sehr erfolgreich war am Markt, die natürlich durch die Minions einfach verdammt viel, durch die Kinder natürlich verdammt viel eingenommen. Ice Age haben wir schon erwähnt. Die Drachenzähmen leicht gemacht Reihe. Unter Stimmt, anderem. Die gibt's auch noch. Das ist eine sehr charmante Reihe, für die ich sehr viel übrig habe, die es aber auch nicht in meine Top 10 geschafft hat, aus Gründen. und natürlich gibt es ja noch sowas wie Lego Movie. Toy Story, muss ich ganz ehrlich fairerweise sagen, habe ich nur den ersten gesehen. Und das halt auch nur in letzter Woche zum Nachholen, aber vielleicht reden wir noch drüber, vielleicht auch nicht. Genau. Ja. Hast du noch ein bisschen was? Weil ich habe auch noch ein Eingangsplädoyer. Moment, lass mich kurz gucken. Was fasziniert dich denn persönlich am meisten am Animationsfilm? Vollkommen egal, ob du jetzt über Anime, Stop Motion oder Zeichentrick redest. Das ist. Also unter anderem, dass du halt mehr Möglichkeiten hast, als wenn du jetzt mit normalen Schauspielern zum Beispiel einen Film drehst. Da hast du zum einen die Gage, hast du höchstens für die Mitarbeiter und für die Sprecher. Aber wenn du deinen Film zum Beispiel komplett ohne Sprecher machst, gibt es ja auch Animationsfilme, die das haben, dann brauchst du zum Beispiel nicht mal die Sprecher. Und es gibt ja auch so Fälle wie zum Beispiel, das ist jetzt natürlich länger her, Watchmen oder Herr der Ringe, wo immer gesagt wurde, das sind so Bücher bzw. Comics, die sind unverfilmbar.
Das ist natürlich Quatsch, weil die jetzt da ja auch als Zeichentrick schon lange machen können. Zum Beispiel Herr der Ringe ist ja zum Beispiel, gibt ja auch gibt, eine Zeichentrickversion. Gibt es sogar eine Zeichentrickversion. Deshalb ist ja diese Aussage ist unverfilmbar, wahrscheinlich mit realen Personen. Das war wahrscheinlich diese, damit war halt diese Aussage wahrscheinlich gemeint. Aber ich finde halt, du kannst halt bei Zeichentrick-Animationen, wie auch immer, kannst du halt immer mehr machen als mit, also mit echten Schauspielern mehr in der realen Welt. Genau. Und bei Stop Motion ist es nochmal ein extra Fall. Das finde ich einfach ist eine sehr, sehr hohe Kunst. Also ja. Noch höher als ein Zeichentrick, weil du, weiß nicht, du bewegst den Arm oder das Bein, machst ein Foto, machst das nochmal. Also machst das irgendwie 500 Mal und dann hast du am Ende eine, schießt nicht mal eine Szene. Du schießt dann wirklich 24 Bilder die Sekunde, während du und keine Ahnung, ich, wie gesagt, bei Kubo habe ich es noch kurz in Erinnerung, die haben für eine Sequenz, die auf dem Boot spielt, ein ganzes Jahr gebraucht. Was die haben auch lange gebraucht. Die haben dafür, sehr, die haben, aber die sind halt auch sehr perfektionistisch an die Sache rangegangen. Ja. Aber dazu später ein bisschen mehr, wenn wir da nochmal drüber reden. Was fasziniert dich denn? Ich glaube, bei mir ist es primär so, dass du halt so verdammt übergreifende Geschichten erzählen kannst. Mhm. Weil du einfach, ja, und auf der einen Seite auf jeden Fall mehr Möglichkeiten hast und das einfach auch abstrakter gestalten kannst, als wenn du einfach nur ja, genau, die Real-Life-Filme, sag ich jetzt mal, machst, was dann, du kannst einfach auch mit mehr Stil, du kannst viel mehr Stil einbringen, gerade dadurch, wie du die Charaktere, verschiedene Stile auch. Genau, dadurch, wie du die Charaktere zeichnest. Wenn man gucken wir uns einfach mal so ganz grob die Zeichentrickfilme von Disney an. Sie haben es immer mit Tieren gemacht und das hat, das ist natürlich auch ein durchbrechender Stil gewesen, der damals massiv viele Leute ins Kino gejuckt hat, weil das einfach eine Adaption war, die auf der Seite kindgerecht, aber auch anders war, weil sie halt einfach nicht nur die Robin Hood-Geschichte beispielsweise einfach mit Menschen erzählt haben, sondern einfach einen Fuchs dahingesetzt haben und gesagt haben, hier, der böse König ist jetzt ein Löwe, der hat seinen Berater, die Schlange und die Geier sind die Wachen da oben und du kannst aus einer Geschichte, die vielleicht alle schon kennen, was komplett Neues draus zaubern, was du halt im Realfilm einfach nicht hinkriegst, sage ich jetzt mal. Wo du halt, beim Realfilm hast du eher das Gefühl, du hast das schon mal gesehen, als im Animationsfilm, finde ich zumindest. Genau. Das ist so meine Faszination am Animationsfilm. Nice. Du hast ein Eingangsplädoyer. Ja. Du hast ja schon so ein paar Filme erwähnt, die es bei dir zum Beispiel nicht reingeschafft haben. So, keine Ahnung, Drachen ziemlich leicht gemacht oder Ice Age oder Shrek oder so. Ich wollte den Franchises halt zumindest den Tribut zollen, weil sie halt erfolgreich sind und auch von vielen geliebt werden. Und da will man die natürlich nicht vergessen und sagen, ich kenne die nicht, was wollt ihr von mir? Genau, bei mir ist es halt auch so ähnlich. Also für eine Top 10 muss halt viel rausfallen. Es gibt halt viele Filme, die es nicht reingeschafft haben. Zum Beispiel ganz viele Disney-Filme. Aber hier geht es auch nicht um eine Disney-Top-Liste. Nee. Da würden zum Beispiel halt Filme reinfallen wie Toy Story auf jeden Fall, Monster AG, aber auch Ratatouille oder Küss den Frosch, den ich halt auch sehr charmant finde. Das sind halt so, also die Filme, die ich jetzt genannt habe, die sind bei mir gar nicht drin. Toy Story mag ich sehr. Toy Story. Also den ersten. Ist wirklich, wie gesagt, wunderschön. Ich habe ihn jetzt am Samstag gesehen. Ja, und aber wie gesagt, der ist halt nicht drin, weil es ist halt nicht nur Disney. Genau. Und andere Filme, die halt außerhalb von Disney, von diesem Disney-Universum sind, die haben diese Filme, also Toy Story und so, Monster AG, einfach weggekickt. Also die haben mir in meiner Kindheit zum Beispiel mehr gegeben, oder halt heute noch, viele Erinnerungen wieder hochkochen lassen. Genau. Genau. Das ist so mein Eingangsplädoyer. Und wie wollen wir es machen? Wollen wir abwechselnd? Ich würde, so wir Platz haben, 10, wir, genau, du, genau, ich, du. Genau, wir haben es ja schon bei, wir hatten ja schon verschiedene andere Talks, zum Beispiel der Thriller Talk. Und da würde ich es jetzt einfach genauso machen. Alles klar. Jeder stellt seine Top 10 vor für die Leute, die es jetzt verstehen wollen. Wer will anfangen? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, komm, wir schnicken. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, Pierre hat Schere, ich habe Papier, das heißt, fange ich an oder fängst du an? Jetzt hätten wir vorher ausmachen müssen, ob der Flieger oder der Gönner. Ja, dann soll ich einfach anfangen, du oder? Du bestimmst jetzt, wer anfängt. Ja, dann fange ich es einfach an. Dann fängst du einfach an. Welcher gewonnen hat. Sonst hätte ich mich auch nicht bemühen können und Brunnen nehmen können. Oder Access Spock oder so. Ja, stimmt, wir haben nicht gesagt ohne Brunnen. Okay. Genau. Nein. Genau, auf Platz 10 ist bei mir ein Film, den ich sogar relativ frisch gesehen habe. Ich war da mit meiner Freundin und ihrer kleinen Schwester im Kino. Und zwar Pets 2. Pets 2? Hast du den gesehen? Nee. Hast du noch nicht gesehen? Aber den ersten kennst du nicht? Nee, den kenne ich auch nicht. Auch nicht, okay. Pets 2 ist ein wirklich charmanter Film. Der ist mega süß, der ist mega, ja nicht herzbrechend, weil da passiert jetzt nicht wirklich was Dramatisches, aber
Sehr rührend auf jeden Fall. Und für Leute wie mich zum Beispiel, die halt auch selber ein Haustier haben, der gibt dir halt viel. Und du siehst auch viele Parallelen zur echten Welt, wenn du zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel eine Katze, und wenn du da Szenen siehst mit Katzen, wo so Klischees eingearbeitet wurden, dann ist das einfach nur super. Also du lachst da im Kino und freust dich halt an dem Film. Der ist relativ geil. Ja, genau. Ich fand die Trailer zum Pets 2 richtig geil. Diese kleinen Einspieler. Da gab es, glaube ich, diese eine Sequenz, wo die eine Frau mit ihrem Hund zum Arzt geht. Zum Tierarzt, genau. Das zum ist Tierarzt eine Szene, geht. Ja. Mega super. Und die ganzen super. Tiere da komplett abdrehen und du denkst einfach, was ist hier los? So, also es ist im Prinzip ist es so ähnlich wie bei Alles steht Kopf, wo so ein bisschen die Gefühle und Gedankenwelt der Kinder bzw. der Erwachsenen so dargestellt wurde, wie mit, also hier mit Angst, Wut und so. Es ist so ähnlich bei Pets, da hat man halt versucht, so wie ein Tier zu denken. Also man hat sich versucht, in die Köpfe von Tieren so einzubringen, sag ich mal. Also so ähnlich kann man es beschreiben. Aber ich habe gehört, dass der Hase ziemlich aus der Spur fallen soll. Ja, der Hase fällt relativ aus der Spur, der macht noch Spaß, aber der tut halt so, als wäre ein Superheld. Und so ist es halt nicht. Kein Hase in der realen Welt denkt, er ist ein Superheld, aber. Das ist doch eher, ja, genau. Aber so ein bisschen für die Story hat es schon Mehrwert, weil das hat schon seinen Grund, warum. Okay. Also nicht nur einfach passt. Nur als Gag vor. Nee, es passt schon. Hab ich immer so ein bisschen Angst, gerade wenn du halt irgendwelche Elemente hast und die einfach nur aus dem Spaß heraus einfach so instrumentalisierst, um jetzt da mehr Feuer reinzubringen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, schöner. Nee, wie gesagt, super Film, kann man sich reinziehen. Den ersten fand ich jetzt nicht so geil. Zweites ist besser. Ich muss mich an denen noch rantasten. So. Ja. Keine Ahnung. Ich hatte da immer, ich glaube, als der erste rauskam, hatte ich ein bisschen zu sehr Angst, dass das nicht mehr meine Zielgruppe ist. Ja. Also beziehungsweise, dass ich nicht mehr in der Zielgruppe bin. Das kann man natürlich bei Animations- und Filmen immer ganz schlecht sagen. Das kann man schon ganz schlecht einschätzen. Was ist denn deine Kammern? Bei mir auf Platz 10 ist Akira von 1988. Schön. Den habe ich jetzt auch erst in der letzten Woche gesehen, weil ich mir gedacht habe, es gibt so diese Anime-Meilenstein-Legenden-Filme, die irgendwie da in die Top reingekommen sind. Und ich fand den Akira von... Ich fange mit dem Namen hier gar nicht erst an. Von dem Japaner. Gut, den Regisseur kann ich noch aussprechen. Okay. Katsushiro Otomo. Alles klar. Das geht sogar noch. für Leute, denen es vielleicht nicht sagt, es geht um so eine kleine Biker-Crew, mehr oder weniger. Und die stolpern aus Zufall eines Abends in eine Verfolgung von einem Alien, sage ich jetzt einfach mal rein. Okay. Und dabei wird der eine verletzt und wird mitgenommen und man macht verschiedenste Experimente mit ihm und mit der Zeit fängt er quasi an, übermenschliche Kräfte zu entwickeln, fängt dann an, wirklich die Stadt zu terrorisieren, weil er halt seine Kräfte nicht einsetzt, wie es jetzt jemand machen würde, wie wir es aus den ganzen Superheldenfilmen kennen, die damit Gutes tun wollen, sondern er ist fast schon auf einer vergelterischen Tour. So ähnlich wie bei Brightburn, also mein anderer Superheldenfilm. Ja, aber Brightburn hat es halt viel schlechter gemacht. Nee, ich meine jetzt nur ja, aber anders als wie Iron Man. Nur sagen wir mal so, bei Brightburn geht das halt noch in eine größere Ebene hinein. Also da wird nur noch eine Mythologie mit aufgebaut aus der Vergangenheit, die dann irgendwie da noch mit reinspielt. Da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Darüber will ich halt auch nicht reden, weil Brightburn. Ich rede nicht über Brightburn, da gibt es keine Mythologie. Nein, okay, gut, dann lass das. red weiter. Und im Allgemeinen, was hier einfach. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Zeichenstil, aber inhaltlich hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Der ist ja auch aus den 90ern, glaube ich, ne? Aus den 80ern sogar. Was hier einfach funktioniert, ist, dass er halt gerade im letzten Drittel verdammt viel mit der, nicht Moralkeule, sondern quasi gerade diese mystischen Sachen ein bisschen mehr aufarbeitet, quasi metaphorisch auch ein paar Dinge anspricht und einfach ziemlich konsequent zu Ende ist und auch teilweise ziemlich hart ist. Also das ist schon echt nicht ohne.
Ich hatte erst nicht so wirklich gewusst, auf was ich mich da einlasse, um ganz ehrlich zu sein, als ich den Film gesehen habe. Wie gesagt, nach den ersten 10 Minuten habe ich mir gedacht, mache ich den jetzt aus oder so. Und dann wurde es aber immer interessanter, gerade weil es halt dann... Also die Spannung steigt schon. Ja, genau, weil es halt wieder auch gerade in der Politik, die da herrscht, in dieser Zukunft, in dieser Dystopie mehr oder weniger, dann auch wieder diese politischen Intrigen gibt, die für die... Und das hat, glaube ich, gerade da dann für mich auch noch den Kick mit reingeholt. Aber es ist natürlich sehr Science-Fiction-mäßig und sehr abgefuckt. Ja, es ist ein Anime, ne? Also, es ist ein Anime. Sind ja die meisten. Ich muss gestehen, ich habe Akira, den habe ich mit 14 oder so mal auf RTL 2 irgendwann mal um 22 Uhr oder so geguckt. Das ist so richtig aufmerksam wahrscheinlich, ne? Weiß nicht, keine Ahnung, es war irgendwie, das war ja damals so, wo noch die ganzen Anime-Serien auf RTL 2 immer liefen. Und da kam irgendwann abends mal dieser Film und den habe ich auch noch einmal gesehen, wie gesagt. Ich kann mich jetzt auch, deswegen, also die Story, die sagt mir zum Beispiel nichts mehr, aber ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock, den zu gucken, also mich mal wieder daran zu trauen, sage ich mal, vielleicht gefällt er mir auch diesmal nicht, also ich weiß nur noch, dass ich diese Bikerbande mega geil fand. Die Bikerbande, die war ziemlich nice. Also gerade, weil die halt auch in, gut, das ist jetzt eine kleine Sache, die bricht halt auseinander, weil halt dieser eine der Freunde dieser Typ ist, der halt diese neuen Fähigkeiten bekommt, und das, die gerade konfliktmäßig funktioniert das da richtig gut. Gibt es gerade auf einem Sender von Amazon für 2,99 buchst du irgendwie für einen Monat den ganzen Channel? Ja, ich warte einfach, bis nochmal auf Netflix ist. Vielleicht finde ich einen Grabbeltisch für einen Euro oder so. Genau. Aber ja. Gehen wir weiter. Wie machen wir das jetzt? Machst du wieder? Ja. Aber ich suche gerade meine Liste. Ist Deine die jetzt Liste. Weg oder was? Aha. Oh nein. Ist die weg? Weiß ich nicht, warte mal. Soll ich einfach jetzt... Nee, ich hab's noch. Ich bin aus Versehen, ich bin woanders reingekommen. In meinen Notizen. Nein, Platz 9, das sind wir jetzt. Genau, Platz 9. Okay, bei mir kommt jetzt auch ein mehr für Erwachsene, also es ist schon eher ein Erwachsener-Film, und zwar Sausage Party. Sausage Party, oh nein, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ach, den hast du noch gar nicht gesehen? Nein, aber ich habe die Trailer gesehen und ich habe mir eigentlich gedacht, ich will Rogen, ihn angucken. Aber Edward das, Norton. Das ist so mega witzig. Ja, was geht's? Also das ist im Prinzip wie bei Pets 2 so, oder? Naja. Also nein, ich meine jetzt, sich irgendwo hineinversetzen. Also ja, okay. Bei Pets 2 sind es die Tiere, bei Alles steht Kopf ist es der Mensch und bei Sausage Party ist es das Essen. Ist es Essen. Essen und Lebensmittel einfach. Ich glaube, das hat jemand, glaube ich, gesagt, nach dem Film sind selbst die Vegetarier angewidert von ihrem Essen. Hat ja. Das irgendwie jemand zusammengefasst? Ich muss ehrlich gestehen, als ich den Film im Kino gesehen habe und nachdem ich den, also erstmal muss ich dazu sagen, er ist brutal, ist er jetzt nicht wirklich. Aber wenn man ihn halt auf die Komponente bezieht, hart, ne? Also wenn so Würstchen auseinandergeteilt werden und so, das ist natürlich schon brutal, aber es ist halt natürlich ein Cartoon, also Essen. Und aber sehr sexuell vor allem die Endszene ist wirklich, da ist dann eine Orgie, weil sie gewonnen haben. Und sie feiern halt eine Orgie, weil sie gewonnen haben, so. Und also gegen die Menschen, dass sie nicht mehr gegessen werden. Nachdem ich den Film gesehen habe, ich konnte 2 Tage lang keine Möhren schneiden und sowas. Das ist wirklich, also ich hatte dann immer so überlegt, so, töte ich jetzt diese Möhre? Nein, ernsthaft, der Film ist mega lustig. Er erzählt auch eine Geschichte, so ist es nicht. Es ist jetzt nicht, es ist immer, also ich weiß nicht, die Hörer, die Seth Rogen kennen und die Filme auch zum Beispiel, das ist das Ende oder Ananas Express. Ja, das ist Express. Die wissen natürlich, worauf sie sich dann einlassen, ne? Aber weiß nicht, was soll ich noch sagen? Seth Rogen ist einfach, ey, man muss mit seinem Humor was anzufangen wissen, glaube ich. Das stimmt ich, schon, ne? Ja. Weil das ist der Film schon ist halt auch so, also jetzt auch sehr schwarzhumorig an manchen gerade Stellen. Aktuell ist halt Seth Rogen auch wieder mit Longshot, mit Charlize Theron im Kino zu sehen und da ist es halt ähnlich. Wenn du halt als normaler Komödienzuschauer nicht weißt, auf wen du dich da mit Seth Rogen einlässt, dann musst du dich halt schon darauf einstellen, dass es extrem wird, weil er schießt gerne mal über sich hinaus, beziehungsweise so treibt es gerne mal auf die Spitze. Ja, das ist so ähnlich wie bei, wie was ich schon gesagt hatte. Hier, The Interview ist ja auch so ein genau, geiles... Genau, The Interview, wollte ich gerade sagen. Also das ist das Ende oder Interview, sind sehr, sehr schwarzhumorig. Also, und so also Sausage Party, gib ihn dir auf jeden Fall mal. Den gibt's, glaube ich, sogar auf Netflix. Geil, glaube okay, ich sogar. Dann habe ich was. Und gib ihn dir einfach, also der Film ist wirklich mega witzig.
auch wie sie so damit spielen mit diesen, zum Beispiel hat man dort, es gibt ja auch so traditionelle Speisen aus verschiedenen Ländern und es gibt natürlich in diesem Film auch wie so ein Beef zwischen einem muslimischen Bagel oder was das ist und einem jüdischen Lammerkuhn oder so. Das ist mega witzig gemacht, also das ist politisch, auf politischer Ebene hast du auch sehr viel Kritik drin. Schön inkorrekt. Ist schon, genau, ja, inkorrekt, genau. Genau. Das ist mega lustig. Das ist cool, das ist cool. Genau. Bei mir geht's auf Platz 9 in eine etwas ernstere Richtung, beziehungsweise wir reden hier über Loving Vincent aus 2017. Über Vincent van Gogh, ne? Ja, genau. Ah, genau. Es ist quasi, um das grob zusammenzufassen, der Film ist inhaltlich nicht besonders interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Es ist halt eine Art, mehr oder weniger ein Charakter, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Wie gesagt, ich hab's nicht mit Namen. Ja. Der bekommt mehr oder weniger so ein paar Briefe von Vincent van Gogh mit und begibt sich so oder mehr oder weniger auf die Spuren von ihm und geht quasi in seine Vergangenheit, sucht die ganzen Leute auf, bei denen er zuletzt war, und erforscht das Ganze. Was diesen ganzen Film so verdammt interessant macht, ist er halt, dass er weder gezeichnet ist, noch animiert und auch keine Stop-Motion, auch kein Anime ist, sondern das ist hier quasi Next-Level-Shit. Okay. Wir reden hier von riesigen Gemälden von Van Gogh, die quasi genommen werden und aus denen diese Szenarien gemalt werden. Du hast quasi statt, ich glaube, es sind noch nur 12 Malereien die Sekunde. Es ist quasi ein Bild, was permanent übermalt wird, was sich quasi ständig mit verändert und so weiter. Das ist krass. Das ist halt, ich weiß jetzt gar nicht genau, mit welchen Materialien er da gearbeitet hat, aber es sieht, ich glaube, Acryl oder so. Ich glaube, Acryl, das ist ja auch das so ist, gepunktet. Genau. Und das hat halt einen sehr interessanten Vibe. Klar, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, die ganzen Darsteller, die da mit dabei sind, unter anderem Saoirse Ronan ist mit dabei, Douglas Booth, Aidan Turner, so die bekanntesten, glaube ich, Jerome Flynn, waren vor Greenscreen und wurden dann quasi für den Film nochmal extra übermalt, um das alles mit reinzubringen. Der Film sieht aber gerade durch diesen Stil einfach ungewohnt anders aus, was mir beim Sehen sehr viel Spaß gemacht hat, weil es einfach mal eine komplett neue Erfahrung war, weil ich habe sowas noch nie im Kino gesehen. Die haben auch Jahre gebraucht, um das zu machen. Die hatten, glaube ich, verdammt viele Maler. Also das ist, die ist nochmal dann auf einer bestimmten Ebene haben, ist es natürlich haben. Stop-Motion, weil sie natürlich für jedes Bild einmal auf den Abdruck, auf den Fotoapparat quasi ein Bild gemacht haben, also wirklich quasi aktiv dabei waren, aber es ist einfach eine neue Art des Films und ich hoffe, dass man vielleicht demnächst oder in den nächsten Jahren vielleicht mehr von dieser Art sieht, weil das mal was ganz anderes ins Animationskino mit reinkommt. Dann gebe ich dir jetzt mal schon so einen kleinen Trigger, freue dich auf meinen Platz 6, weil da ist auch ein ja, wir haben ja gesagt, wir nennen das heute Animationsfilm. Greifen ist groß. Genau, auf Platz 6 bei mir ist auch ein Animationsfilm und das ist auch relativ, also nicht neu von dem Jahr, als er rauskam, aber sondern halt von seiner Art. Von der Machart. Und da wirst du dich, glaube ich, da triggere ich dich jetzt, okay, dass du kriegst Bock auf den schön. Film. Das ist schön. Das sage ich dir jetzt schon. Da kann ich mich auf was freuen. Genau. Hast du noch was zu sagen zu Loving Vincent? Wie ist er so dramaturgisch und also... Also es ist halt, auf der Ebene ist es halt recht linear, weil wir halt wirklich quasi die ganze Zeit ihm folgen, wie er die ganzen Stationen abarbeitet, aber was hier gerade sehr schön funktioniert, ist halt gerade diese zwischenmenschlichen Situationen sehr gut. Trotz dieser Animation, die halt manchmal etwas verwischt ist, trotzdem noch so gut und authentisch rüberkommt und weil das einfach auch verdammt gut gespielt und gesprochen ist. Also das ist, es ist halt irgendwie ein Mix aus Sachen, die man so bisher noch nicht gesehen hat. Ja. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich habe ihn, als er rausgekommen ist, sogar im Kino gesehen, im Lux-Kino. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, gerade wenn man mal was anderes sehen will. Okay, nice. Also sticht schon sehr heraus aus der Liste und ja, weil er halt, überhaupt wie gesagt, in diesem ganzen Haufen. Ja, weil er halt eine ganz andere Machart ist. Ja. Sowas habe ich halt noch nie zuvor gesehen. Okay, nice. Ja. Ich glaube, den werde ich mir mal angucken, aber ich denke mal, wenn du schon sagst, er ist so linear und auch relativ ruhig, glaube ich, ne? Er ist recht ruhig, ja. Es ist halt sehr viel Dialog. Glaube ich, ist es eher so ein Film für einen verregneten Sonntag, oder? Ja, genau. Also da brauchst du halt schon, musst schon in der Stimmung sein, okay, um genau, gucken okay. zu können. Aber ich denke mal, ich werde mir noch geben. Ja. Platz 8, ne? Ja, Platz 8. Ist bei mir ein Film, den ich so in letzter Sekunde noch mit reingenommen habe, weil ich nochmal an eine Serie gedacht habe. Und da ist mir dann eingefallen, fuck,
Ich liebe diese Serie. Ich habe sie als Kind immer geliebt und ich mochte auch den Film, als ich im Kino gesehen habe mit meinem großen Bruder. Und zwar ist das Die Simpsons, der Film. Oh ja. Den finde ich mega super. Der also, ist einfach nur schräg. Genau. Also ich denke mal, ich muss jetzt nicht viel zu den Simpsons sagen. Es ist halt... Es sind halt diese gelben Dudes. Also ich muss, also beim Simpsons, der Film, muss man fast schon sagen, es ist eine Art Best-of. Ne? Genau, es ist so eine Aneinanderreihung von den ganzen guten Szenen. Ich habe hier nicht mehr so gut in Erinnerung. Das war doch mit der Kuppel? Das war das mit der Kuppel. Ja, genau. Okay, dann weiß ich es doch noch. Mit Arnold Schwarzenegger als Präsident. Ja, und sie jagen dann ja auch Homer mit den Fackeln, weil er doch irgendwie Scheiße gebaut hat. Na, er ist daran schuld, dass die Kuppel da steht. Und dann haut er mit seiner Familie ab nach Alaska. Dann kommen sie irgendwann wieder, um die zu retten. Der ist einfach super, der ist mega lustig. Der hat so viel, also es gibt Leute, die finden den Film nicht so geil, die sagen, das ist so dieser, also ab dem Simpsons-Film ging es dann bergab mit der Serie, da stimme ich so ein bisschen mit ein, aber ich muss ehrlich sagen, der Film ist sozusagen das Sahnehäubchen auf den Serien, die davor alle gut waren. Ich fand den damals ziemlich lustig, muss ich sagen. Also egal wie du den Film findest, du kannst dich abstreiten, dass der Film mega viele Zitate liefert, also... Wirklich, alleine diese Szenen mit Arnold Schwarzenegger als Präsidenten, mit diesen Nummern. genau. Wählen Sie eine Nummer. Jede dieser Nummern ist schrecklicher als, und er dann so, ich nehme die Nummer 3. Weißt du, das ist so nice gemacht. Auch mit dem Schwein, da gibt es ja hier dieses Spider-Schwein, wo Homer dieses Schwein hat dann. Ja gut, an die Stelle erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich muss sie nochmal gucken. Den gibt es auch auf Netflix. Also, ja, da weiß ich, dass es den da gibt. Genau. Nein, sehr humorvoll, sehr charmant. Ist halt da ist es aber halt auch wieder wie bei Seth Rogen fast schon. Ne? Da musst du halt was mit dem Humor und mit gerade, das ist ja auch teilweise etwas ziemlich kritisch zwischen den Zeilen. Damit musst du was anfangen können. Ne? Und wenn du halt mit, ich glaube gerade in die Simpsons mit der Erwartungshaltung reingehst, du wirst nur unterhalten. Ja. Nee, der ist auch... Muss man schon ein bisschen die Augen aufmachen. Genau, er ist auf einer unterschwelligen Ebene, ist er auch sehr gesellschaftskritisch. Also, genau. Da gibt es auch diese eine, das will ich nochmal kurz sagen, diese eine lustige Szene, wo sie dann geflohen sind und wegrennen von dieser Kuppel weg, wo dann dieser Typ, der halt, dieser Bösewicht halt in dem Film, mit seinen Leuten dann die Kuppel drumherum absucht nach ihnen und dann sagt einer der Soldaten dann so, ja, wir haben sie verloren, Sir. Und dann sagt er so, verdammt. Und dann sagt er, ich will, dass sie ganz viele Leute finden, die sich um die Kuppel stellen, damit keine weiteren Leute raus können. Und dann sagt er so, ich möchte sie so aufgestellt haben. Hart, hart, weich, weich, hart, weich, weich, hart, hart, weich, 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 hart, hart, weich, weich, hart, hart, weich. Und dann sagt der andere Typ, der das notiert hat, so, Sir, ich glaube, sie sind vor Macht verrückt geworden. Und dann sagt er wieder, ja, haben sie schon mal versucht, ohne Macht verrückt zu werden? Das ist langweilig, niemand hört einem zu. Das ist wirklich, dieser Film ist mega lustig. Aber machen wir bei dir weiter. Nice. Ja. So, bei mir auf Platz 8, South Park, der Film. Nein, Spaß. Den war's echt nicht? Ich habe mir gedacht, den kann man jetzt so als zwischendurch bringen. Nee, bei mir auf Platz 8 ist Coraline. Coraline. Das mit dieser schwarzhaarigen Mädchen. Das ist der erste Stop-Motion-Film auf meiner Liste. Ah, okay, nice. Der ist... Das auch in der letzten Woche habe ich den erst entdeckt, aber der ist ja mal so charmant. Das ist ja fast schon auf einer bestimmten Ebene schon fast wie Pans Labyrinth, nur halt kindgerecht. Weil sie zieht weg, das Mädchen zieht weg aus ihrer alten Stadt von ihren alten Freunden. Ihre Eltern haben sich so eine komische Wohnung in einem rosa Haus mitten im Nirgendwo gekauft und da ziehen sie jetzt ein und das ist alles trist und öde. Die Eltern sind eigentlich quasi Floristen oder Faunisten, was weiß ich. Die setzen sich auf jeden Fall sehr viel mit Pflanzen und Blumen auseinander. Also Floristen. Aber Floristen, genau. Aber die haben halt überhaupt keinen grünen Daumen, zumindest in dieser Realität nicht. Und dann findet sie dort eine kleine Klappe, entflieht in eine Welt, in der alles besser zu sein scheint. Aber das ist es natürlich nicht. Und hier finde ich es richtig cool, weil hier haben sie wirklich mit allen Sachen gespielt, die sie rausholen konnten. Ich finde Coraline auf der einen Seite von Dakota Fanning gesprochen im Original, finde ich einfach, ist auch einfach mega sympathisch gehalten, weil sie einfach so ein Mädel ist, was durchaus ihre Macken hat, was auch recht offen damit umgegangen wird, aber der ganze Aufbau, wie auch gerade dieses Mysterium um diese kleine Parallelwelt da entsteht, ist einfach
Fand ich richtig geil, fand ich richtig charmant, weil das einfach so, es war wie gesagt so ein Pans Labyrinth-Moment, wo ich mir gedacht habe, es ist auch so eine Alternativwelt, in der sie versucht zu entfliehen auf einer bestimmten Ebene, um sich die reale, graue Welt wieder herzurichten. Natürlich geht es an einigen Stellen schon in eine ganz, ganz andere Richtung. Und ist auch so ein bisschen wie Alice im Wunderland, ne? So. Ja, es geht, mehr oder weniger. Es wird halt auch sehr absurd, ja. Ne? Also da hast du wirklich Momente, wo du denkst, das ist wow, so ein kleines Kind ab 6 wäre, glaube ich, ganz schön gegruselt worden an einigen Stellen, wo ich mir auch gedacht habe, den könnt ihr doch nicht ab 0 freigeben. So, weil ich als kleiner Junge hätte mich da zu 100% gegruselt. War das auch das mit den Knöpfen? Genau, statt Augen? Genau. Das war das mit den Knöpfen. Ja. Weil es gibt dann diese eine Stelle, wo ihr halt angeboten, du kannst für ewig hier bleiben, aber du musst deine Augen gegen Knöpfe tauschen. Das ist Horror pur auf einer bestimmten Ebene. Ja. Es geht verdammt. Also wirklich wie bei Pan's Labyrinth. Ja, so, genau. Deswegen, es hat so verdammt viele Parallelen. Es ist aber gerade durch die Stop-Motion-Technik richtig gut umgesetzt. Es ist auch wieder sehr, sehr detailliert herausgearbeitet. Mhm. Also man muss sich, ich habe so ein kurze Zeit gebraucht, um mich mit diesem Stil, mit dem Stop-Motion-Stil anzufreunden, weil das halt schon nicht so unbedingt das Übliche ist, aber dann mit der Zeit wurde es halt wirklich, hat es wirklich viel Spaß gemacht und gerade zum Ende hin, finde ich, hat er mich auch wieder sehr, sehr gerührt. Film. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Nee, aber gibt's gerade nicht for free irgendwo. Ja, da kann ich auch abwarten. So ist es jetzt nicht. So lange habe ich ja dann noch Pan's Labyrinth zum Beispiel. Genau, hast du noch Pan's Labyrinth. Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, würdest du sagen. Auf jeden Fall. Gut, sehr schön. Genau, bei Coraline ist es nämlich auch so, da hat nämlich zu einem Regisseur, den wir noch später kommen, bei Coraline war der Travis Knight auch, ich glaube, da gingen so seine Spuren los, weil Travis Knight ist auch der Regisseur, der Kubo gemacht hat. Ja. Weil da war irgendwie Supervisor beim Stop-Motion-Dingens irgendwie. Okay, bei Kubo hat er dann sozusagen sein eigenes Ding dann Regie gemacht. So, das ist krass, da siehst du halt auch so eine Entwicklung, weil Coraline 2009 und Kubo halt 2016 durchaus ist möglich, dass es der gleiche ist. Ist schon einiges dazwischen gewesen. Genau. Wahrscheinlich ein Jahr später dann angefangen, an Kubo zu arbeiten, das Demo fertig machen, 2 Jahre später hat angefangen mit den Stop-Motion-Szenen. Schön. Aber eine schöne kleine Anekdote nebenbei, das fand ich sehr. Das sind immer so kleine Elemente, die fällt man. Das ist halt immer der Vorteil, ich glaube, wenn man Filmnerd ist und sich einfach die Abspänner anschaut, dann fällt dir irgendwann auf, das ist der Kameramann von dem Film, wo er dann Regie geführt hat. Bei mir ist es halt immer ganz schlimm beim Casting, weil da denkst du mir, den Namen hast du schon mal gelesen. Ja. Oder dass die irgendwie, als die Kinder waren, dann da mitgespielt haben oder ja, so. Genau, also irgendwie sowas, genau. Oder genau wie bei Jennifer Connelly in hier. Once Upon a Time in America? Genau. Habe ich auch erst gedacht, das kann die nicht sein. Das kann die nicht sein. Genau. So, ich habe mir so gedacht, die sieht ja so ähnlich, aber das kann die nicht sein. Reingeguckt, was? Das ist krass, ne? Also, aber nice, danke. Wusste ich noch nicht. Ja. Sehr, sehr schön. Platz 7, wir nennen uns den Trigger. Platz 7 ist mein erster Disney. Nee, Quatsch. Pets 2 war ja schon ein Disney-Film. Nein. Pets 2 ist Illumination. Ach so. Pets 2 ist Illumination. Das ist nicht Pixar. Ach so, dann ist das hier Ich einfach verbesserlich. Genau. Ja. Also ist ja auch von Illumination. Ja. Stimmt, mit dem Minion-Ding. Nee. Genau. Dann kommen wir bei Platz 7 jetzt zu meinem ersten Disney-Film. Aha. Und zwar ein Zeichentrickfilm, der ist ein bisschen älter, der ist aus den 90ern. Und zwar ist das für mich einer der besten Disney-Filme überhaupt. Und König zwar, der Löwen? Nein, Mulan. Der gibt es gerade auf Netflix. Den wollte ich eigentlich letzte Woche noch gucken, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Das ist, also der gehört zu den Disney-Filmen aus meiner Kindheit, die ich am häufigsten gesehen habe. Kannst du mir grob zusammenfassen, um was da geht? Also es geht im Prinzip, ich glaube, China im 5. Jahrhundert, glaube ich, oder so. Und China wird angegriffen von den Hunnen. Also es hat natürlich einen historischen Hintergrund auch. Die Hunnen greifen sozusagen China an, wollen den Kaiser stürzen. Und natürlich haben sie so einen Befehlshaber, das ist dann der Bösewicht in dem Film. Und die Männer in dem ganzen Land werden halt rekrutiert da als Soldaten, damit die halt die Hunnen aufhalten können. Und es gibt da eine Familie, die Fa-Familie. Die haben eine Tochter, und zwar Mulan. Und der Vater ist schon, weil er schon mal gekämpft hat im Krieg, ist halt verletzt. Der geht an einem Gehstock, ist schon sehr alt. Und er wird dann halt auch, kriegt halt auch diese Rolle, diese Briefrolle, dass er halt im Namen des Kaisers und für das Land kämpft. Und Mulan will das natürlich nicht, weil ihr Vater natürlich alt ist und auch sehr gebrechlich und das alles. Und
Zu der Zeit durften, ich glaube, das ist aber auch, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, ich will jetzt nichts irgendwie jetzt hier vertauschen. Und sie macht sich sozusagen zu einem Jungen, also sie schneidet sich die Haare ab, zum Beispiel, gibt sich einen Jungennamen und geht an seiner Stelle dann in den Krieg. Also gibt sich als Sohn aus sozusagen. Also das ist so eine richtige Aufopferung auf einer bestimmten Genau, Ebene. Genau. Also sie opfert sich für ihre Familie, für ihren Vater, um statt seiner dort zu kämpfen. Sie ist relativ mutig. Sie ist, glaube ich, die mutigste Disney-Charakter-Frau. Ich glaube, die mutigste weibliche Disney-Figur, die ich überhaupt kenne. Dann gibt es noch diesen Drachen, Mushu. Gesprochen von Otto Walkes, also in einer deutschen Synchro. Mega lustig. Der kampelt sich mal mit so einer kleinen Grille. Und der ist im Auftrag von den heiligen, den Geistervorfahren. Er soll sich halt beschützen, also Mulan. Und natürlich ist es ein Disney-Film. Man hat diesen Aufstieg, dann diesen Höhepunkt. Gesangseinlagen hat man auch, lustige Szenen. Der Film ist relativ düster. Also da gibt es wirklich sehr düstere Stellen. Zum Beispiel kommen sie irgendwann in einer Stadt an, die ist komplett abgefackelt und sie finden dann zum Beispiel nur eine Puppe und von den Dorfbewohnern fehlt jegliche Spur, also man kann sich schon vorstellen, was passiert ist. Puppe hat natürlich einem kleinen Kind gehört. Ist halt wirklich relativ düster, hat natürlich diese lustigen Elemente mit drin und wie gesagt, also aufsteigend, dann gibt es diesen dramatischen Höhepunkt, wo sich nochmal alles wendet. Da wird dann halt rausgefunden, dass sie eine Frau ist statt ein Mann. Und dann gibt es natürlich das Happy End. Also das ist natürlich ein typischer Disney-Film, aber er ist relativ geil. Ja. Also, okay, genau. Ich glaube, den gibt es gerade auf Netflix. Den gibt es auf Netflix, ja. Ja, den muss ich dann wohl wirklich noch Den habe ich zum Beispiel mir auch nochmal reingezogen, extra für diesen Talk hier, quasi immer um nochmal alles aufzufrischen. Bei mir war es, also wenn wir gerade sowieso ein bisschen bei Disney sind, bei mir war es so, dass ich mir halt hier Robin Hood nochmal angesehen habe von Disney. Mit den Tieren, ne? Also ja, der Fuchs und so. Ja, mit dem Fuchs zum Beispiel und welche? Bären, Löwe und Hase. Und das so. Dschungelbuch hat die auch nochmal gesehen. Ja, und beide haben es dann nicht in meine Top 10. Ja, die sind aber auch älter als Mulan, glaube ich. Also die sind vom Zeichenstil dann auch nochmal ganz, ganz anders. Robin Hood ist, glaube ich, viel. 60er, ich glaube, der ist 40er, 50er sogar, ist, glaube ich, sogar. Und Dschungelbuch sowieso, glaube ich, sogar 30er. Mhm. Also das war ja mit einer der ersten Disney-Sachen. Aber. Genau, also Mulan. Schöner siebter Platz. Also wie gesagt, gucke ich mir noch an, war sowieso auf meiner Liste drauf, aber den habe ich letzte Woche leider nicht mehr geschafft. Nein, aber guck ihn dir gerne mal an. Ist auch für Erwachsene heute noch guckbar. Das ist natürlich immer gut. Bei mir ist jetzt, glaube ich, ein Film, den kennst du auf jeden Fall, ist natürlich Zumania, beziehungsweise Zootopia. Den kenne ich auch, ja. Ja, von 2016. Den finde ich auch super. Das ist einfach, ich mag den Film so, so sehr, dass ich das überschwer in Worte greifen kann. Also, es geht hier um Hoppehäschen, was zur Polizei will. Das ist natürlich für die Tierwelt vollkommen undenkbar. Wie geht denn das? Wie kann ein Hase denn zur Polizei gehen? Hat doch überhaupt keine Kraft. Und was soll das da? Und sie muss sich natürlich auf dem Weg nach oben in den Polizeirang beweisen. Und aus Zufall kommt sie einer Verschwörung auf die Spur, die mehr oder weniger irgendwie sich daran legt, alle fleischfressenden Tiere, alle Wildtiere quasi wieder zurück in ihre unzivilisierte Art, quasi in die reißerische und brutale Art zurückzuschmeißen. Und was dort passiert, ist einfach nicht auf der einen Seite verdammt knuffig, sondern auch verdammt lustig. Mhm. Ich schrei bei, also sie als Hase bekommt natürlich einen Fuchs als Sidekick. Das ist halt einer der größten Witze überhaupt. Ja. Im ganzen Ding. Hat sie nicht sogar so einen Fuchs-Abwehrspray? Genau, von ihren Eltern bekommen, weil die so überflüssig. Das wirkt bei ihnen gar nicht. Ich finde das auch richtig cool, weil die Eltern, ne, du weißt halt, bei Hasen, die haben immer ganz viele große Würfe, ne, und diese Eltern die haben ganz halt, viele Schwestern. Die Eltern haben irgendwie so 200, 300 Kinder, die halt ständig mit denen rumlaufen. Das ist halt wie so eine riesige Welle, die ganze Zeit mit denen. Das ist einfach verdammt sympathisch umgesetzt, geht sehr gut mit Vorurteilen um. Und da kommt gerade die Message, glaube ich, auch für die Älteren mit ins Spiel. Da wird eine klar antirassistische Sache quasi erklärt. Also das ist quasi eine Stellung, die der Film durchaus einnimmt.
Aber was der Film aber auch richtig gut macht, sind die Anspielungen, die Meta-Gags. Ich sag nur, der Pate gibt es eine Situation. Ja, diese ganz kleine Maus, ne? Ganz am Schluss, zum Schluss hin, kommt eine Breaking Bad-Anspielung. Ja. Und das Sprechen sogar Brian Cranston und Dingens Aaron mit. Paul. Aaron Paul mit, das ist einfach... Jesse und Walter sind zurück genau, oder so. Genau, ne? Jesse und Walter sind gleich wieder da. Es ist einfach fantastisch. Mega lustig. Und dazu ist der Film nicht nur spannend, sondern macht verdammt viel Spaß, hat auch genügend düstere Momente, lässt einen auch zweifeln und führt uns natürlich, weil es ist ein Disney-Film, natürlich in ein schönes Happy End mit rein. Aber es ist wirklich ein sehr schöner Film. Also. Als ich den ersten Mal gesehen habe, habe ich tot gelacht. So. Mhm. Und das ist einfach auch auf so vieler Ebene so charmant gelöst und es sieht auch noch so verdammt gut aus. Gerade diese Welt auch. Ja, es ist gerade Zootopia als Stadt, als riesige Stadt mit ihren verschiedensten Bezirken, dem Dschungelbezirk, dem Eisbezirk, dem Downtown, wo es halt ist wie der normale Downtown und die verschiedensten Ebenen. Das ist einfach, gerade auch wie die Tiere da eingesetzt werden, beziehungsweise in welchen Positionen man die dann wiederfindet. Es gibt sogar eine Sequenz, da gibt es so eine Mäusestadt, in die sie halt einfach reinstoppelt und nebenbei so ein komplettes Chaos anrichtet. Diesen riesigen Donut, der genau, da durchrollt. Genau, der Donut. Wo sie die Maus, die da dann gerettet wird von ihr, die ist ja sogar die Tochter von dem Paten, sag ich mal. Genau. Das ist mega, auch diese Maus, und du kommst zu mir. Genau, er spricht ja so auch geil mit diesem italienischen Akzent. Das ist echt charmant. Da haben die wirklich ihr Handwerk verstanden, weil der Film Sie haben im Prinzip die Menschenwelt, also wirklich die reale Menschenwelt einfach nur durch Tiere. Einfach nur einen Spiegel vorgehalten. Genau, einen Spiegel. Im Wesentlichen haben sie einfach nur das gemacht, was heutzutage hier überall auf dieser Welt passiert und haben einfach gesagt, hier, ich halte euch einen Spiegel vor und das halt... natürlich auch für die Kids. Natürlich ist natürlich wichtig, dass ein Hase die Hauptfigur ist, weil Hase natürlich als ängstliche Tiere gelten und hier natürlich so ein und bisschen... Und auch noch weiblich. Weiblich natürlich und da soll natürlich ein bisschen das Klischee gebrochen werden, dass das nicht so funktionieren kann, sondern quasi so ein bisschen das Gegenteil beweisen. Sehr, sehr charmanter Film. Lege ich jedem ans Herz, wenn er mal gute Animationsfilme mit einer richtig schönen Message sehen will. Geil. Der ist halt ich fand ihn auch echt geil. Der ist halt auch verdammt kindgerecht. Ne? Ja. Also da hat selbst ein Kind, was den Hintergrund und diese ganzen Anspielungen versteht, hat auch verdammt viel Spaß, glaube ich. Das Kind findet das trotzdem lustig, wenn sie eine kleine Maus sieht, die der Boss ist, im Gegensatz zu den Eisbären. Genau, das ist auch verdammt gut. Diese eine Stelle wird einfach die ganze Zeit aufgebaut. Man sieht immer größere Eisbären und du gehst einfach. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, jetzt kommt noch ein viel größerer Eisbär. Und als dann der größte reinspaziert und dann diese Maus in der Hand. Das ist so geil, das ist so süß. Ja, das ist so niedlich. Ist einfach verdammt knuffig gemacht. Ja. Das ist geil. Ja. Bei dir auch ein sehr schöner 7. Platz. Ja, ich liebe Bei dir war es auch der erste Disney-Film jetzt. Genau. Nice, da haben wir eins gemeinsam. Eins möchte ich noch sagen: dieser Film ist einfach verdammt geil besetzt im Original. Das sprechen Jason Bateman mit Idris Elba, Octavia Spencer, Jackie Simmons. Idris Elba ist dieser Polizeichef, ne? Ja, genau. Dieses Nashorn. Jackie Simmons spricht mit Alan Tudyk. Büffel? Das ist einfach krank. Also das ist sprechermäßig ist das auch verdammt gut gecastet. Na, dann der Trigger kommt jetzt. Jetzt kommt der Trigger und du hast gerade von einem mega geilen Cast geredet. Ja. Soll ich dir den mal nennen, den Cast? Ja, oder soll ich dir vorher die Story erstmal sagen? Sag dir erstmal den Cast. Sicher? Ja. Nee, ich trigger dich jetzt noch weiter. Ich sage jetzt erstmal, die Story ist, es geht um die USA in der Zukunft ungefähr, in der näheren Zukunft ist ein Überwachungsstaat geworden. Und es geht um einen Polizisten, der ermittelt, verdeckt, denn in den USA verbreitet, beziehungsweise in dieser Stadt, in der der Film spielt, verbreitet sich eine neue Superdroge, und zwar die Droge D, so heißt sie nur. Und dieser Polizist kommt mit diesen verdeckten Ermittlungen nicht zurecht. Und dann springt ein anderer für ihn ein, und dieser Polizist, man weiß nie, also der Zuschauer weiß es, aber alle anderen drumherum wissen es nicht, also in diesem Film, wer dieser verdeckte Polizist ist. Und irgendwann fängt es halt an, bei den verdeckten Polizisten so das Leben aus den Fugen zu laufen, also durch die verdeckten Ermittlungen, die halt, und dass er sich halt immer bedeckt halten muss. Sagt dir gerade im Moment noch gar nichts, ne? Nee. Okay. Der Titel des Films ist A Scanner Darkly. Ja, es ist auch auf der Liste gewesen von der letzten Woche, aber ich habe ihn nicht geschafft, den zu gucken. Hier auf der letzten Woche? Ach so, von dir. Ich hatte mir ja eine Liste von den Top-Filmen angemacht. Es sind wirklich zwei Seiten geworden, so zwei A4-Seiten voll. Und da steht er tatsächlich mit drauf. Und der Cast, jetzt halte ich fest, aber ich glaube, du weißt es eh. Keanu Reeves, Woody Harrison geil. Und Robert Downey Jr. Sehr cool. Und Winona Ryder.
Wie heißt die? Winona, ja. Genau. Diese vier Personen spielen in diesem Film. Krass. Und ich muss dazu sagen, es ist, ich habe erst so ein bisschen gehapert, ob ich den Film mit reinnehme, denn es ist so ähnlich wie bei Loving Vincent. Er wurde real gedreht, also mit den ganzen Schauspielern und also Sets, Schauplätzen, wurde im Nachhinein dann aber durch Rotoskopie, das ist irgendeine, es ist halt eine Art, etwas zu digitalisieren, wurde dieser Film dann, also alle Aufnahmen, die gemacht wurden, wurden dann halt mit Rotoskopie digitalisiert. Und im Endeffekt ist es ein Animationsfilm geworden. Also die Aufnahmen wurden halt digitalisiert und der Film, den wir am Ende haben, ist halt die digitalisierte Version. Deshalb habe ich ihn hier mit reingenommen als Animationsfilm, weil es ist ja, die Aufnahmen wurden sozusagen animiert dann nochmal. Genau. Ist halt auch so ähnlich wie bei, was du gesagt hast, wie Loving Vincent. So ein eine komplett Clash der verschiedensten Stile, die komplett, es so gibt. Nee, nicht mal kein Clash. Mal? Es ist, ich kann dir, soll ich dir mal ein Bild zeigen? Ich weiß nicht, ob das klappt, das geht das? Wo muss ich hin? Machen wir gleich, okay. Machen wir danach, dann kann ich... Okay, ich mach's am Ende, ich zeig genau. Dann einfach mal, dann weißt du, was gemeint ist, welcher Stil das ist. Aber es ist halt was komplett Neues gewesen, was komplett Eigenes und ich kenne keinen anderen Film, der das jemals wieder gemacht hat. Mega geil gespielt von den Personen, ist richtig geil, der Film. Auch sehr spannend. Und ist auch auf einer... Bei manchen Szenen, es gibt wirklich Szenen, die sind mega lustig. Es gibt auf YouTube gibt's eine Szene, die will ich dir nachher zeigen, die spoilert nichts, die ist einfach mega lustig. Da kommen alle die vier genannten Schauspieler zusammen und da geht es um, also es geht da um etwas und das ist mega lustig, wie das gemacht ist. Und ich finde halt auch dieser Mix aus Keanu Reeves, Woody Harrelson und Robert Downey Jr., die spielen da einfach so geil. Das sind aber auch drei ziemlich große Tiere. Also, ja. Ne, also wow, schon cooler Cast. Also ich hab Bock. Ich will nur sagen, ich empfehle ihn dir. Also gib ihn dir mal. Jo. Der ist geil. Wenn ich mal sehe, wenn er irgendwo online ist. Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie Fear and Loathing in Las Vegas. Dem Trip, ja? Ja, so ein bisschen. Okay. Teilweise. Okay, genau. Gut. Das heißt, ich muss mich ein bisschen zuballern. Ein bisschen. Genau. Nein, ist geil. Doch, hört sich interessant an. Also ich bin gespannt, wie der aussieht, weil, ja. Weil Rotoskopie sagt mir jetzt gerade aus dem Kopf so gar nichts. Ja, mein Platz 6 war das. Genau. Sehr schön. Ja, bei mir wird es wieder sehr, sehr aktuell, weil mein Film auf Platz 6, der ist... der ist gerade mal vielleicht... 2-3 Jahre alt. Der ist 7 Monate alt. Oh, ungefähr. Aus diesem Jahr? Aus dem letzten. Schon auf 2018. Wir reden hier natürlich... Ach so, 6 Monate natürlich. Wir reden hier Nicht Wochen. Wir sind hier im Juli. Wir reden hier natürlich von Spider-Man A New Universe. Ah, okay. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Tut mir leid. Guck ihn dir bitte an. Aber ich habe gehört schon, der soll richtig Film charmant sein. Ist richtig fantastisch. Ja. Er ist jetzt vielleicht... Vom Bösewichten her kann man durchaus sagen, das ist nicht besonders originell, ist mir egal, weil der... ganzen Universen, die Der Look, sag ich nur, weil das sieht einfach geil aus. Du hast halt wirklich das Gefühl, du bist in einem Comic drin. Da gibt es teilweise sogar diese schönen Sprechblasen oder irgendwelche Andeutungen, die du halt normalerweise nur im Comics liest. So ähnlich ist es bei, es kann sein, dass es der gleiche Stil ist. Bei Scanner Darkly, das ist auch so ein bisschen comichaft. Also du hast diese schwarzen Outlines, also diese Umrandungen. Ah, okay. Aber ich will dich jetzt nicht natürlich ist Spider-Man wesentlich abgedrehter und gerade was hier passiert, was man, es ist halt auch, das ist halt auf jeden Fall ein Clash, den ich noch nicht so vorher gesehen habe. Ja. Das Lustige ist halt, diese ganzen Spider-Man-Variationen, die gibt es halt wirklich, in den Comics. Da gibt es wirklich Comics von. Selbst wenn es nur so ein Schweinchen ist oder so, wo ich mir im Kino, wo ich gedacht habe, das habt ihr euch jetzt aus dem Arsch gezogen. Das sowas gibt's ja nicht. Gibt's da habe ich mich wirklich hingesetzt und mir gedacht, ey Leute, was habt ihr denn da gemacht? Ihr habt einfach alles geraucht. Bunt zusammengeschmissen. Aber dieser Film, der ist einfach verdammt lustig, weil diese alternativen Universen einfach so verdammt schön ineinander greifen und einfach entertainen von vorne bis hinten. Ist das in dem Film nicht so, dass der Peter Parker, also der Spider-Man Peter Parker, dass der verabgefuckt ist? Genau. Der ist, der halt, ist irgendwie 30 der, oder so? Der ist 30, 40 um die Dreh und dann auch schon nicht mehr der flotteste. Ja. Ist, glaube ich, auch übergewichtig oder sowas. Und muss erstmal in seine Rolle wieder reinkommen. Drei-Tage-Bart. Wir folgen hier auch nicht. Die Hauptrolle ist ja nicht Peter Parker, sondern dieser Junge, dieser Schwarze. Wie heißt er denn?
Ja, fällt mir nicht ein. Jerome, nein, auf keinen Fall. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Hier muss man auch sagen, verdammt gut besetzt an den Stimmen. Mahershala Ali ist mit dabei. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, in welcher Rolle. Wahrscheinlich als der Junge, oder? Nee, glaube ich nicht. Nicolas Cage ist dabei, Liev Schreiber, Chris Pine, Oscar Isaac, Zoe Kravitz. Das sind einfach. Nicolas Cage. Der spricht bestimmt Peter Parker. Das ist gut möglich. Ich habe keine Ahnung, welche Rollen die da drin sind. Ich kann es mir vorstellen. Dieser Film ist aber einfach nur visuell, einfach, wie gesagt, auf der Ebene halt wirklich so ein Comicfilm pur. Mhm. Also. Da, ist auch so ein bisschen Next-Level-Shit. Ja, auf jeden Fall. Okay, nice. Er hat ja auch vollkommen zu Recht den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen. Letztes Jahr, ne? Ja, oder beziehungsweise dieses Jahr. Dieses Jahr hat er den Oscar bekommen. Genau. Und den hat er sich sowas von verdient, weil das war einfach außergewöhnliches Kino. Es ist halt schon irgendwie komisch, wenn du halt weißt, von Sony Animation Studios kam vor ein, zwei Jahren Emoji Movie, einer der schlimmsten Filme, die jemals gemacht wurden. Schlechtesten Film. Ja, nicht nur das, der wurde ja auch wirklich weltweit zerrissen. Da konnten sich ja alle drauf einigen, dass das wirklich ja Bullshit ist. Und hier können sich irgendwie alle drauf einigen, dass es komplett was Neues ist. Wobei ich eigentlich sagen muss, Emoji-Film, der ist jetzt auch irgendwie auf Netflix. Auf Netflix, genau. Den habe ich mir mal gegeben, weil ich ihn halt vorher nicht kannte und ich hatte da an den Tag nichts zu tun. Das war halt so einer dieser Sonntagstage, wo es irgendwie geregnet hat und gestürmt. Und ich muss ehrlich sagen, so scheiße fand ich ihn jetzt auch nicht. Also er war schon eher auf dem okayen Level. Okay, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe halt auch nicht vor, ihn zu sehen. So. Da ist halt also so im Endeffekt muss man ihn nicht gesehen haben, aber ich wollte mir halt mein eigenes Bild machen und dachte mir dann halt am Ende so, ja, Goldene Himbeere hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gegeben. Also war vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen dann. Ich empfehle dir da gerade für Emoji Movie die Filmkritik, als die Jungs noch bei der Filmfabrik waren, haben die eine Filmkritik zu dem Film gemacht. Alper und so, Genau, Alper, also die Jungs von Cinema Strikes Back, und die haben da eine herrlich lustige Kritik gemacht, indem sie den Film halt vollkommen zerrissen haben. Ja. Und ich habe auch irgendwie warum das alles so scheiße ist. Ich habe auch irgendwie mal gelesen, der Film ist wirklich null pädagogisch wertvoll. Ja. Nachdem ich ihn gesehen habe, er ist auch überhaupt nicht pädagogisch wertvoll. Den würde ich meinem Kind auch nicht zeigen. Das ist ja auch weil alles der bringt, mit diesen Smartphones und Untermieten. Ja, also der Film bringt überhaupt nichts, aber ich finde halt einfach, der Film, also ich muss ehrlich sagen, der Film ist scheiße, aber ich finde halt, Goldene Himbeere war dann ein bisschen zu hochgegriffen. Da gibt es Schlimmeres. Ja, genau, aber liegt vielleicht auch daran, dass er bei der Konkurrenz vielleicht wirklich der schlechteste war und deswegen nee, die Goldene Himbeere. Man muss auch dem ganzen Konzept halt auch sagen, es ist halt ein Cash-Grab. Aber gar nicht durch die Produktplatzierungen. Aber zurück zu Spider-Man. Ja. Wir verlieren hier viel zu viele Worte über einen Film, über den ich eigentlich gar nicht reden wollte. Guck ihn dir auf jeden Fall hin. Ich glaube, den gibt's jetzt. Nee, nur zum Leihen auf Amazon, glaube ich. Aber ich hole mir den auf jeden Fall. Ich hole mir den mal auf jeden Fall auf Blu-ray und dann leihe ich ihn dir mal wie aus. Wie ist er so mit der Story, mit dem Bösewicht? Ist es denn das wieder ist, diese Marvel-Schiene? Im Deutschen wird der Bösewicht gesprochen von Gronkh, das weiß ich sogar noch. Oh, lol. Kingpin ist der Bösewicht. Ja. Und ich glaube noch ein paar mehr. Das ist irgendwie so ein bunter. Es ist nicht komplett bunt gemacht, aber. Aber es ist jetzt nicht so wie halt bei dem Marvel-Film, so er will die ganze Welt zerstören oder so und so. Ist es leider nicht ähnlich. Ah. Aber der. Der Rest holt das raus. Dieser Film ist charmant, also verdammt unterhaltsam. Du fühlst mit dem wirklich auch mit. Und gerade weil du halt diesen schönen Clash hast durch die verschiedenen Spider-Mans, die aufeinandertreffen und die natürlich erstmal damit klarkommen müssen. Gibt es auch diesen Detective-Spider-Man, ne? Ja, diesen Noir. Genau, der ist auch. Der hat so einen geilen, trockenen Humor, ich dir. Das ist zum Abschießen, weil das sind einfach wirklich so ganz stumpfe Zeilen, aber die funktionieren einfach. Das ist, hat auch ein sehr, sehr schönes Ende, wie ich finde. Okay. Habe ich im Kino gesehen. Wirklich, wirklich spaßiges Ding. Geil, dann, den muss ich mir auf jeden Fall, den haue ich mal in meine Liste rein. Ich denke, ich hole mir den auch, weil ich habe wirklich nur Positives über diesen Film Ich wüsste nicht, was du an dem Negativ, abgesehen vom Bösewichten jetzt sagen kannst. Warum ist er bei dir nicht auf Platz 1? Weil da alles der ist ja bei Platz Kopf 6. Ist. Warum sagst du es jetzt schon? Weil das klar ist. Da weiß ich nicht, ob es klar ist. Es ist doch so, egal. Wer den letzten Talk gehört hat, der sollte es wissen. Platz 5, ne? Genau. Wir sind jetzt in der Top 5. Jetzt sind wir bei der Top 5. Bei Platz 5, ja okay, wir klopfen mal hier so ein bisschen. Nein, bei Platz 5 ist, schade, dass Stefan nicht da ist, der hätte jetzt hier den Trommelwirbel irgendwo hinten. Platz 5 ist bei mir auch der einzige Stop-Motion-Film, den ich bei mir in der Liste drin habe. Ja. Und das ist auch, ich will jetzt nicht sagen Urvater des Stop-Motions, aber er ist wirklich
vielleicht der Klassiker des Stop-Motion, und zwar Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Ja. Das ist Halloween. Immer noch nicht gesehen. Guck ihn an. Der ist mega geil. Also diesen Skelett-Typen da. Ist auch mit Johnny Depp, ne? Der spricht da mit. Ich glaube, der spricht diesen Skelett-Dude. Ja. Ich habe die Namen leider vergessen. Ich habe den Film einfach nur mit reingenommen, weil ich den halt aus meiner Kindheit noch in Erinnerung habe und auch so ein paar einzelne Szenen, aber außer dass Tim Burton Regie geführt hat und das auch sein Stil ist, ja, das gut. merkt man ihn an, ja, habe ich gar keine Ahnung, wen spricht und worum es grob im Endeffekt geht, aber ich habe ihn halt mit reingenommen, weil ich weiß noch so einiges halt bloß und habe halt nur so ein paar Szenen wie dieses This is Halloween, dieser Song. Den kennt er aber, kenne ich sogar auch. This is Halloween, ja genau, irgendwie so. Und der Film ist einfach geil und es war der allererste düstere Kinderfilm, den ich als Kind gesehen habe. Also der kam, glaube ich, sogar zu Halloween, als ich natürlich kommt der zu Halloween, zu Halloween, wenn es um Halloween geht. Na, oder weil es Nightmare Before Christmas, ich glaube, also entweder war es Weihnachten oder es war Halloween, ich glaube eher Halloween. Da habe ich ihn halt gesehen als Kind im Fernsehen mit meinen Eltern zusammen und das war wirklich dieser erste düstere Kinderfilm, den ich als Kind gesehen habe. Und Tim Burton kennt man ja, seinen Stil. Sollte man kennen. Und das war noch so diese Blütezeit von Tim Burton, wo sein Stil wirklich noch sehr, 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 sehr auf noch, die Fresse war. Da wurde der Regisseur auch noch mehr gefeiert als heutzutage. Genau, ne? Genau. Er wird ja heute eher, bekommt er ja, eher nach die Dark Bächen, Shadows ne? ist er halt abgestürzt. Ne? Ja, bitte erwähne diesen Film. Aber ich habe ihn erwähnt. Aber nein, bei mir ist es Nightmare Before Christmas und ich glaube, ich muss ihn mir mal wieder geben. Der Film ist ziemlich gut. Stop Motion, ja, ja. Genau. Es ist immer eine große Kunst, das muss man immer gut hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Film. Es ist auch du kennst ihn gar nicht, ne? Doch, ich kenne auf jeden Fall. Ich kenne ihn nicht komplett, nein. Ich kenne vielleicht den Trailer und weiß ganz, ganz grob, glaube ich, worum es geht. Ich bin mir echt nicht sicher. Es geht um Nightmare Before Christmas. Ja, genau. Wow, genau. Das hätte ich auch noch zusammenbekommen. Ja. Den muss ich mir auf jeden Fall mal wirklich ganz angucken. Bin auf jeden Fall gespannt, weil Tim Burton, der gerade aus seiner Blütezeit heraus, hat er natürlich schöne Sachen. Bei Batman-Filme. Kreiert, die kenne ich zum Beispiel nicht. Oder Sweeney Todd. Sweeney Todd. Edward mit den Channels hat er, glaube ich, auch gemacht. Johnny Depp und Tim Burton haben sehr viel zusammen gemacht. Ja. Aber auch vollkommen zu Recht, weil die sind beide ja auch ein bisschen weird auf ihre Art. Ja, stell dir vor, Tim Burton hätte Fear and Loathing Las Vegas gemacht. Das wäre, glaube ich, wirklich. Das Geile ist, ich glaube, wer hat. Trip gewesen. Wer hat denn Fear and Loathing in Las Vegas gemacht? Hier, verdammt. Ich weiß nur, dass Benicio del Toro hat den Anwalt von ihm gespielt und Tobey Maguire hat einen Gastauftritt gehabt. Der eine, der auch, wie heißt der, Brazil hat der Regisseur. Ah, Terry Gilliam. Genau. Ja, genau. Der hat, das ist ein fantastischer Regisseur. Ja. Kommen wir zu meinem Platz 5, würde ich sagen. Da haben wir die Monster AG. Ah, Monsters schön. Inc. im Original aus dem wie gesagt, Jahr 2001. Ich habe halt überlegt, ob ich den reinnehme, aber das wär halt, bei mir wäre es halt eine Disney-Liste gewesen am Ende. Naja, wie deswegen, gesagt, bei mir ist es halt eine halbe. Ja. Bei mir ist es halt eine halbe. Kommen jetzt noch Disney-Filme, oder? Nö. Okay, nice. Nö, wir haben auf jeden Fall noch zwei andere Streifen mit dabei. Wir haben Platz 1 ist Disney, Platz 3 ist Disney. Okay, aber, also kommen jetzt noch. Aber sagen wir mal so, man muss einfach wirklich fairerweise mal auf den Tisch schauen. Ne? Pixar ist natürlich auf seiner Ebene umwerfend auf der Art und Weise, wie sie es machen. Sie haben Writers Rooms, sie sitzen in einem großen Team zusammen und arbeiten mit 10 Mann ungefähr eine Geschichte aus. Und gerade deswegen sind diese Geschichten, die Pixar erzählen, in der Regel von vorne bis hinten halt so griffig, deswegen funktionieren die so auch vollkommen, weil das halt nicht nur einer ist, der auf sein Ego pocht, sondern weil das halt mehrere Leute sind, die Erfahrung mit diesen Sachen haben und das alles auch noch gut kombinieren können und natürlich auch noch einen einzigartigen Animationsstil mit reinbringen. Findest du, man kann Monster AG gucken und die Monster Uni weglassen? Uni habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Achso, ne, dann also, brauchst du, denn, aber ist das ja schon die Antwort. Das ist also, ich habe von Uni immer gehört, dass der halt schwächer ist als das Original. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Der erste ist auf jeden Fall besser. Also ich fand den ersten halt, ich fand den so lustig, so spaßig. Keine Ahnung, Mike Lokowski, dieses ganze System, dass die Monster da sind, um den Kindern Schreien zu entziehen, um ihr Kraftwerk am Laufen zu halten. Energie. Es ist einfach so over
over the top, wo ich mir denke, what's bei euch los? Und dann kommt halt dieses kleine Kind in diese Welt der Monster rein und alles steht Kopf. Also wortwörtlich. Ja, das war ein kleiner Clou, den ich eingebaut habe. Ja. Aber das ist einfach fantastisch gemacht. Das ist mit Lachen, das am Ende diese Moral ist, mit Lachen kannst du mehr erreichen als mit... Genau, mit Lachen kannst du mehr erreichen. Mit Furcht. Genau, und dann ändern sie ja auch dieses Konzept komplett. Das ist, dazu sind die beiden einfach wunderbar auf der Ebene. Dieser Groß und der also Kleine. James und Mike, also ganz ehrlich, das ist eigentlich auf der Ebene halt dieser große, haarige, blaue Katze. Wesen und das ein Auge, was die ganze natürlich auch sein Date haben will, aber das funktioniert halt nie, weil halt immer dieses Baby dazwischen kommt, beziehungsweise weil ich weiß es gar nicht. Kontaminierungs- ja, genau. Es gibt halt immer oder Randall. Gibt es ja auch Alarm die ganze Zeit durchsuchen, natürlich auch das Baby und dann gibt es diesen einen Bösen, der halt immer die beste Schreiquote hat, glaube ich. Randall. Diese Schlange, also diese Schlangenwesen, genau. Und dieses System mit den Türen ist ja sowieso total geil gemacht. Ja, das ist also, nice. Wie so ein Portal. Haben sie sich wirklich nicht lumpen lassen. Das ist alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Du hast in diesem Film einfach gar keine Schwächen, wie ich finde. Genau, und ich finde auch, der sieht heute auch noch gut aus. Doch, auf jeden Fall. Den fand ich weiß gar nicht, von wann ist der? 2001, der ist schon recht alt, fast 20 Jahre. Und ich finde, der sieht der kann problemlos noch mit den heutigen mithalten. Einfach weil die halt... Noch 2 Jahre, dann ist er 20 Jahre alt. Ja, das ist schon krass. Ne? Also, aber cool. Auf jeden Fall ein Film, auch hier, krass, ganz ehrlich, krasser Cast, ne? Steve Buscemi, John Goodman sprechen mit. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Rollen, aber sie sind auf jeden Fall mit dabei im Original. Das ist auch ziemlich geil. Also gerade John Goodman, der hat schon eine geile Stimme. Kommt bei mir, ich habe sogar auch noch einen drin, dass John Goodman dabei ist. Nice. Genau, es ist einfach eine schöne... sehr Steve Buscemi, wen spricht der? Ich weiß es nicht. Ich hab, Randall. Könnte sein. Diese Schlange. Könnte wirklich sein. Ja. Aber kann ich dir leider nicht bestätigen. Okay. Ich finde dieses Konzept verdammt schön, auch weil du halt am Ende natürlich wieder mit einer Art Moralschelle aus dem Film rausgehst. Aber es ist halt, wie es auch schon bei Zoomania ist, verdammt sympathisch, charmant umgesetzt. Mhm. So, wo du dich einfach, du fühlst dich einfach nicht schlecht bei dem Film. Du hast einfach Spaß. Du hast einfach durchgehend Spaß und nimmst noch was mit. Genau. Geil. Mein Schlusswort zu Monster Inc. Monster Inc. Inc. Bei Monster Inc. könnte man fast denken, es geht um Monster, die irgendwas zeichnen. Ink. Tätowierer, Monster-Tätowierer. Monster Inc. Genau. Kommen wir zu deinem Platz 4. Genau, Platz 4 ist bei mir ein Dino-Film. Ein Dino-Film? Ja. Es ist nicht In einem Land vor unserer Zeit. Ich wollte gerade sagen. Nein, der ist es nicht. Ein Dino-Film. Und zwar ist es, ich weiß nicht. Ice Age? Ich glaube, nein. Da gab es doch diesen einen Teil mit den Dinos. Ja, aber nee. Da habe ich nicht mehr drin. Wie gesagt, DreamWorks ist halt nicht bei mir drin. Aber ich glaube, diesen Film kennen, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenige. Ich habe ihn als Kind, ich habe ihn auf VHS-Kassette gehabt. Und dieser Film hat wirklich, ich hätte ihn auch auf Platz 1 setzen können, wenn es darum geht, Animationsfilme aus der Kindheit, weil das ist wirklich der Zeichentrickfilm, der mir als Kind wirklich am meisten gegeben hat und auch mitgegeben hat und auch am meisten unterhalten. Also ich habe mir den wirklich ganz, ganz oft angeguckt als Kind. Und zwar ist das 4 Dinos in New York, heißt der Film. Das sagt mir gar nichts. Sagt dir gar nichts, ne? Nee, ich konnte es mir denken, dass ihr das gar nichts sagt. Ich kann es kurz mal zusammenfassen. Es geht um einen Professor, der reist zurück in die Zeit. Er hat so eine Zeitmaschine, sag ich mal. Und reist zurück in die Zeit zur prähistorischen Zeit, also als die Dinosaurier auf der Welt lebten. Und fängt verschiedene Dinosaurierarten ein und gibt denen so komische Knusperflocken, die er selbst hergestellt hat. Und diese Knusperflocken, weiß nicht, das ist wie so eine Art Superdroge oder so, die kurbelt das Gehirn an von den Dinos und macht die halt intelligenter. Also die können dann sprechen, können dann denken, also die wissen dann, was gut ist, was richtig ist, was falsch ist. Es sind halt nicht diese Raubtiere, wie sie halt als Dinosaurier immer gemacht werden. Und der Grund ist, weil dieser Professor hat, weil es ist halt ein Professor, hat verschiedene Sachen hergestellt, erschaffen, hat auch so eine komische Wunschmaschine. Und aus dieser Wunschmaschine kommen verschiedene Wünsche von Kindern. Und
in letzter Zeit hat er halt sehr viele Wünsche von Kindern gehört, dass sie sich die Dinosaurier zurückwünschen. Also die hätten gerne einen Dinosaurier als Haustier, würden gerne einen Dinosaurier knuddeln, so ein Schmarrn halt. Kein T-Rex, bitte. T-Rex ist dabei. Ist sogar der Hauptfigur von den Dinos. Und jedenfalls nimmt er die halt mit und reist wieder in die Gegenwart und nach New York. Und dort sollen halt die Dinos, keine Ahnung, die sollen halt rumlaufen. Keine Ahnung, es gibt irgendwie nicht wirklich eine krasse Story. Es kommt dann noch so ein Junge dazu, der kommt aus dem Ghetto dort in New York. Der hat niemanden, keine Eltern, keine Freunde, keine Geschwister, gar nichts. Der ist komplett alleine. Und ein Mädchen, das ist aus einer richen Familie, die fügen sich dann so zusammen und sind halt mit den Dinos, freunden die sich halt an und zeigen ihnen auch die Stadt und so. Und der Professor hat noch einen Bruder. Der Professor heißt Dr. Liebauge. Dr. Liebauge. Und der Bruder heißt Dr. Krummauge. Und Dr. Krummauge ist natürlich der Böse. Ist der Böse in diesem Film. Er sagt sogar zu den Dinos, haltet euch von meinem Bruder Dr. Krummauge fern, weil Dr. Krummauge ist auch ein Professor, also so ähnlich wie Dr. Liebauge. Das ist so absurd eigentlich. Und Dr. Krummauge ist halt so mit schwarzer Magie behaftet. Also der leitet so einen Zirkus und ist halt so Voodoo und schwarze Magie und das alles. Ist halt der Böse. Der Film hat einige düstere Stellen, vor allem wenn es um diesen Dr. Krummauge geht. Ich glaube, es klingt mega absurd, oder? Dr. Krummauge, Dr. Liebauge. Auch die Story so. Ist eigentlich total weird. Allein wenn ich schon höre, ein Junge aus dem Problemviertel und ein Mädchen aus der reichen Oberschicht, denke ich mir so, ja, okay. Die kommen mit ihm zusammen übrigens. Ja, wow, hätte ich gedacht. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber auch die Dinos, die sind so charmant. Also das war so, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, das war dieser Moment, wo ich zu meiner Mutter gerannt bin und gesagt habe, Mutti, ich will Dinosaurier-Spielzeug haben. Und das war so meine Dino-Zeit, sage ich mal. Der T-Rex, also die Hauptfigur sozusagen in dem Film, wird von John Goodman gesprochen. Hatte ich ja schon angesprochen. Sehr cool. Und der Film, du wirst es nicht glauben, dieser Animationsfilm ist von Universal Studios und er ist von Steven Spielberg produziert. Oh, cool. Na okay, aber gut, das spricht schon wieder für den Film. Ja. Finde ich, weil wenn Steven Spielberg sich aus seinem Sessel bequemt und auch nur produziert, zeigt das schon, dass man allein für dieses Projekt seinen Segen hat. So. Und das ist halt schon eine große Ehre. Der Film ist, glaube ich, von 98. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen nachdenkt, Universal Studios, Steven Spielberg, Dinos, 90er. Ja, natürlich. Der ist nach Jurassic Park sozusagen entstanden. Natürlich, natürlich. Aber halt die Kinderversion. Ne? Sozusagen die Kinderversion. Die Kinderversion. Genau, also wirklich die Kinderversion. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Film, der hat mir wirklich als Kind sehr viel gegeben. Dr. Krummauge, den finde ich auch cool irgendwo. Krummauge. Es gibt so ein paar Musikeinlagen, gibt es natürlich auch in diesem Film. Aber es ist, glaube ich, sogar nur eine oder zwei. Überhaupt nicht störend. Und einfach diese Dinos, die miteinander harmonieren, das sind fünf Dinos irgendwie. Und die sind halt wirklich sehr charmant, sehr liebenswert. Der Junge ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen. Ich habe den Film vor kurzem erst wieder gesehen. Und zwar auf YouTube gibt's den. Den kompletten Film auf Deutsch und auf YouTube. Okay. Habe ich mir vor ein paar Tagen erstmal wieder gegeben, weil ich den Film unbedingt mit reinhauen wollte. Und ich wollte ihn einfach nochmal gucken. Und der Junge ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen. Das Mädchen fand ich damals als Kind mega süß. Dieses riche Mädchen. Und aber im Endeffekt ist es ein sehr, sehr, sehr liebevoller Film. Und ja, aber ich glaube, da spielt natürlich auch viel die Kindheit mit rein, wenn man den schon länger kennt. Genau. Ne? Ja, vielleicht gebe ich dem mal eine Chance. Gib ihm auf jeden Fall eine Chance. Wie gesagt, auf YouTube nichts zu bezahlen. Das hört sich nach einer netten Sache an. Nee, vier Dinos in New York auf Platz 4. Allein wegen Krummauge muss ich den jetzt eigentlich gucken. Ne? Und Liebauge. Also, Krumm und Liebauge und natürlich dem Klischee-Pärchen, was aus Titanic quasi so zusammengestimmt. So ein bisschen. Oder Pocahontas. Es ist ja fast die gleiche Aufteilung. Genau. Bei mir landet auf dem vierten Platz ein Film aus dem Jahr 1995, also drei Jahre vor die vier Dinos vor in New York gekommen sind. Und das ist Ghost in the Shell, quasi das Original. Also der Film ist Scarlett Johansson, ist kacke, möchte ich dazu noch sagen. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich kann das voll an dem Anime vorbei. Ich hab mir auch mal kurz in die Inhaltsbeschreibung von dem mit Scarlett Johansson reingelesen und habe gedacht, das ist ja was komplett anderes. Ist auch komplett anders. So, weil hier geht's ja, wir sind im Jahr 2029, für die Leute, denen es nichts sagt. Es geht hier um Cyborgs in der Zukunft, die quasi mehr oder weniger das neue Sicherheitssystem sind. Quasi ständig überprüfen, ob sich da Leute in ihren Ghost reinhacken
oder in die verschiedensten Ebenen. Und da gibt es natürlich den Puppet Master, der aus irgendeinem Grund immer wieder schafft, da auf bestimmte Dinge zuzugreifen. Und auf einmal taucht er den bei denen in der Sektion 9 auf. Weil er, und das alles drumherum, das will ich nicht jetzt schon spoilern für die Leute, die es noch nicht kennen. Guck ihn euch an, der ist gut. Was der Film ist einfach nicht nur geil gezeichnet und ziemlich explizit und auch teilweise ziemlich heftig. Sondern, sie ist nackt. Das ist ständig. ja. Aber gut, das kommt natürlich mit der Anime-Kultur, die sie da haben, ein bisschen ist es natürlich fast schon normal bei denen, sage ich jetzt. Ich mag die Bilder in dem Film. Ja, der sieht richtig gut aus, der Film. Also Kameraeinstellung, sag ich jetzt. Da ist jetzt zum Beispiel, nice. Bei Ghost in the Shell funktioniert quasi das, was mich bei Akira gestört hat, so ein bisschen der Zeichenstil, der mich bei Akira auch vom Szenenabblendungen, weil bei Akira gibt es teilweise wirklich Momente, da wird dann kurz aufgeblendet für 30 Sekunden, dann wird direkt wieder abgeblendet in schwarz. Das ist halt mega nervig auf Dauer. Diese ganzen Schönheitsfehler, die machen sie bei Ghost in the Shell halt gar nicht. Ja. So, das ist einfach wirklich fast schon wirklicher Trip. Und der Film ist auch verdammt kurz. Ich glaube nur 88 Minuten oder so. Ich würde sogar fast behaupten. Oder 90 so um die Dreh. Der 80, glaube ich. So. Der ist wirklich kurz. Der ist echt kurz. Und der fühlt sich auch wirklich gut an, weil der von vorne bis hinten gerade zum Ende hin. Knackig und gut. Ne? Knackig und gut. Also, knackig und gut, ja. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht zu dem Film mit Scarlett Johansson sagen, aber der ist scheiße. Wie gesagt, ich fand, was hier gemacht wird auf der Ebene, gerade metaphorisch auch zum Ende hin, der ist radikal, der Film, und gerade, der ist auch ziemlich politisch, also gerade intrigenmäßig kann der mit einigen aufwarten. Ich fand ihn richtig heftig sogar. Weil es hier sogar wirklich schöne, weil es da mit dem Außenminister immer wieder Probleme gibt, der irgendwie Mist baut und so weiter, das ist schon harter Stuff, auch ab 16 freigegeben. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, gerade wenn man sich mit Anime, ich glaube, da ist Science Fiction auch. Ich glaube, in dem Anime-Genre ist Ghost in the Shell sowieso recht hoch angesiedelt. Also der hat ja auch eine Art Kultstatus bekommen. Und es gab ja auch den Aufschrei damals, als der wieder Remake gemacht wurde, womit man sich gedacht hat, wo da war es ja natürlich wieder auch diese Genre, diese Farbendiskussionen und so weiter und so fort. Das will ich gar nicht hier aufmachen. Und ich finde, wenn man Blade Runner gut findet, dann findet man den ja auch gut. Ghost in the Shell auch was. Ja. Also ich finde so ein bisschen, es ist so ein bisschen Blade Runner. Es hat Parallelen. Japan, so. Es hat auf jeden Fall Parallelen, weil es halt, wie gesagt, auch von den Farben und der dystopischen Welt. Weil es halt auch weil es eine ähnliche dystopische Welt ist, ne? So fast aus Zufall auf einer bestimmten Ebene. Und weil die Action halt auch teilweise richtig geil ist. Also was man da aus einem Animationsfilm alles rausholt, aus einem Anime in dem Fall, das ist schon krass. Also da wird schon rumgeballert, das ist doch ziemlich blutig, stellenweise. Genau, viel zu Ghost in the Shell. Platz 4 war das bei dir, ne? Genau, jetzt kommt Platz 3 bei dir. Platz 3, Top 3, nochmal klopfen. auf Platz 3 ist bei mir auch mein erster und auch einziger Anime-Film. Ja, dein erster und einziger. Na, der erste von dieser Liste und der einzige Anime-Film aus dieser Liste. Und zwar ist das Afro Samurai. Afro Samurai? Kennst du nicht? Nee. Alter. Sag mir gar nichts. Digga, guck ihn dir an. Afro Samurai ist ein, ja, wie soll man schon sagen, fast typischer japanischer Anime-Film. es geht um einen kleinen Jungen, einen Afroamerikaner, dessen Vater trägt das Stirnband der Nummer 1. Und dann gibt es einen anderen Dude, und zwar Justice heißt der. Der ist so ein bisschen Freddy Krueger-like. So Hut und verbrannte Fresse und so ein Scheiß. Der hat das Stürmer der Nummer 2. Und vor den Augen des kleinen Jungen köpft er den Vater. Und hat dann nimmt dann das Stürmband der Nummer 1 an sich. Und das ist halt so diese Legende. Es gibt irgendwie 5 Stürmbänder oder so. Oder 10.000, glaube ich. Der Böse sammelt hier alle. Ja, genau, der Böse sammelt alle, beziehungsweise möchte halt das Stürmband der Nummer 1 haben. Und wenn man alle Stürmbänder besitzt, dann wird man irgendwie unsterblich, gottgleich. Und er köpft halt den Vater vor den Augen des Kindes und nimmt das Stürmband der Nummer 1 an sich, gibt dem Kind sein altes Stürmband der Nummer 2.
und sagt zu ihm, so ähnlich wie bei Kill Bill, wo Kiddo zu diesem Mädchen sagt, so, wenn du alt genug bist und bereit, dann komm zu mir und rächt dich und kämpf halt. Und er sagt halt so ähnlich sagt das halt auch zu dem Jungen, also hier, das Stimmbett Nummer 2, wenn du alt genug bist und bereit, deinen Vater zu rächen, dann komm und stell dich mir. Dann verpisst er sich halt. Und der Junge wird halt älter, trainiert und wird halt zum Afro-Samurai. Es ist halt ein Afroamerikaner mit einem Afro und dauernd am Kiffen. Wirklich. Und ist halt auf dem Weg, halt diesen Justice zu finden und schnetzelt sich halt durch Japan, wenn man so will. Der heißt Justice, also Gerechtigkeit. Der Bösewicht. Der Bösewicht heißt Justice Gerechtigkeit. Ja, quasi. Irgendwie so. Das ist ja noch mieser. Warte. Und er hat auch, diese Afro-Samurai hat auch, ich sag jetzt mal, eine gespaltene Persönlichkeit, weil er sieht einen Typen, der hat einen weißen Afro. Der heißt Ninja Ninja. Und er ist so ähnlich wie bei Pinocchio, hier Jeremy, oder wie heißt die, Jeremy die Grille oder so? Oh, doch, Jeremy heißt die, glaube ich. Ne? Diese Grille halt. Die Grille. Sozusagen das gute Gewissen. Also der spricht halt immer für ihn. Er sagt halt immer so, wenn jetzt zum Beispiel so eine Armee vor ihm steht und er sagt halt Ninja Ninja immer so, ja, nein, kämpf nicht gegen die. Das sind 100, du bist nur einer. Und dann sagt Afro Samurai halt immer nur so, halt's Maul. Weißt du? Und zieht nochmal am Joint. Es ist ein richtig geiler Film. Gesprochen wird Afro, also Afro Samurai, Afro, wird gesprochen im Original von Samuel Jackson. Okay. Und also, wenn man den im Original guckt, dann heißt, sagt er halt nicht halt's Maul, sondern come on, fuck you, motherfucker oder so, ja. Und die Musik in dem Film ist von RZA. RZA, ja. Einer vom Wu-Tang Clan. Ja. Genau. Hat ja auch, ich glaube, bei Kill Bill hat er ja auch was für Tarantino mitgemacht. Ich glaube schon, ja. Ja. Genau. Und dieser Film, Afro Samurai, ist ein Zweiteiler. Da kommt dann auch natürlich so eine kleine Liebesgeschichte dazu. Ah. Der beste Freund von Afro ist gestorben. Später kommt er nochmal wieder. Gegen ihn muss er auch kämpfen. Solche Sachen. Das es gibt irgendwie so einen fünfstöckigen Berg. Da schnetzelt sich Afro noch durch und sowas. Also es ist halt so eine typische Rache, japanische Anime-Story. Und das ist, glaube ich, auch der härteste Anime, den ich je gesehen habe. Beziehungsweise so brutal, den es, glaube ich, ja? Gibt. Ja. Schon explizit. Köpfe werden gespalten, Bäuche aufgeschlitzt, Gedärme fliegt rum, Füße fliegen rum. Ordentlich. Also, der Film ist ich geb richtig mal. Hart. Es hört sich einfach nach einem komplett abgefuckten Film an. So einfach so ein Tunnel, der einfach nur noch ständig einen draufsetzt. So ich finde den Film einfach geil. So. Und das ist jetzt einfach. Weißt du, Afro Samurai. Afro Samurai ist bei mir einfach, den finde ich einfach geil. So. Und ich würde dir einfach mal vorschlagen, wir gucken den auch mal zusammen. Ja, von mir aus auch im Original. Genau. Ich will deine Reaktion sehen. Der Film ist, der ist echt geil. Jo, ja, Afro Samurai. Hört sich sehr, sehr schön an. Ja. Wenn ich, keine Ahnung, ich brauche mal wieder Blut, glaube ich. Ich habe jetzt die letzte Woche fast nur kindgerechte Kram geguckt, abgesehen jetzt hier von Akira und Ghost in the Shell. Ja, ja. Und mein Filmkopf lächzt so ein bisschen nach Blut. Ich glaube. Titten gibt's auch zu sehen. Also für alle, die das wollen, ja, gibt's auch. Titten gibt's auch gut. Nee, aber der Film. Kommen wir weg zu Titten, zu was Kindgerechterem. Kommen wir zu Platz 3, ja. Kommen wir zu Platz 3. Wir haben hier einen Film aus dem Jahr 2017. Wir sind ja natürlich wieder im Pixar-Disney-Segment mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob er den besten Film gewonnen hat. Aber ist hochgelobt, setzt sich in Mexiko unter anderem mit Coco. Dem Tod auseinander. Genau, perfekt. Sehr schöner Film. Habe ich jetzt in der letzten Woche nachgeholt, endlich mal. Mhm. Und habe mir einfach direkt den digital auf Amazon gekauft, weil den gab es halt ständig nur zum Kaufen da. Habe ich mir gedacht, jetzt mach einfach, machst du jetzt auch nichts du falsch. Du hast es nicht bereut. Ich habe es nicht bereut. Mhm. Also dieser Film ist, der ist verdammt. Also es ist krass, wie hart und intensiv dieser Film sich mit dem Tod auseinandersetzt für einen Film, der ab 0 oder 6 Jahren freigegeben haben soll. Das ist schon heftig, ne? Weil auch die ganzen Vorurteile, die da einfach hochherrschen, ne? Ja, aber der Großvater von ihm hatte ja irgendwie der Großvater. Urgroßvater
oder so sowas. Ich glaube, es ist ja schon sehr, sehr weit. Ich glaube, der Urgroßvater, weil seine hat, Oma ist genau, ja, der hat seine Uroma. Genau, der ist hat also, seine Oma ist ja sehr alt schon. Wie seine Uroma. Nein, seine Oma und sein Uropa ist ja. Dann ist der Uropa. Genau. Der Uropa auf jeden Fall hat die Uroma verlassen, wegen der Musik, wie alle denken. Genau, genau. Und das hat lastet irgendwie auf der Familie und seitdem gibt es in dieser Familie halt keine Musik mehr. Quasi Musik, eine der natürlichsten, beziehungsweise eine der besten menschlichen Erfindungen, die es gibt. Sage ich jetzt mal einfach so Mexiko raus. Mexiko sowieso, weil das halt einfach ein ganz anderer musikalischer Touch ist, weil das halt auch gerade für so einen Disney-Film mal eine komplett andere Welt ist, die ja da erkundet wird. Also da gibt es ja sogar einen pädagogischen Wert mit auf diesem Film, weil du halt nicht nur eine andere Welt erkundest, sondern auch noch in eine andere Welt hineindriftest auf einer bestimmten Ebene. Aber, ich finde aber die Herangehensweise, also dieses Auseinandersetzen mit dem Tod, finde ich, hat Disney da richtig gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so das Thema Tod muss man einem Kind auch nahe bringen und ich finde, da hat Disney das richtig gut gemacht. Also genau. Natürlich ist es hier natürlich wieder mit viel Science Fiction, weil niemand kommt einfach so zurück. Das wissen wir inzwischen, glaube ich, alle richtig gut. Ja. Aber allein wie er in diese Seelenwelt, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh, die ist auch schön. Eintaucht. Echt geil. Mit diesen Tieren, die da quasi immer so die Maskottchen sind auf einer bestimmten Ebene und er einfach den Hund mitnimmt von sich und der dann einfach auch sich so verfärbt. Und das ist einfach. Der Film ist nicht so witzig. Der ist einfach. Relativ ernst. Der ist relativ ernst. Er ist liebevoll. Er ist liebevoll. Richtig liebevoll. Sehr charmant und hat einfach gerade dieser Film mit einer Story, die einfach dich überall wieder überrascht. Du denkst, du hast. Am Ende vor allem. Also gerade direkt am Anfang, als er so mit seinem Monolog beginnt und er sagt, damals gab es diesen großartigen Sänger und der ist dann irgendwann verschwunden und der hat aber so großartige Stücke geschrieben und dann gibt's dieses Familienfoto von seiner Uroma, wo dann das Gesicht von dem anderen weggerissen ist, aber der deswegen hat eine Gitarre in der Hand. Der eine da hast du dir sofort, habe ich mir sofort gedacht, oh, das läuft doch sicher darauf hinaus, dass es so ist. Und ich kann jedem versprechen, wenn ihr euch diesen Film anmacht, es ist nicht so. Das ist jetzt vielleicht eine Wendung, die ich euch vorwegnehme, aber die Wendung, die da passiert, ist einfach verdammt herzzerreißend, fand ich. Weil das ist. Ich finde, der Film ist einfach, also. Der ist sehr herzerwärmend. Ja, genau, weil. Der ist echt. Der macht einfach geil. Von vorne bis hinten alles richtig. Mhm. Also dem könnte ich nochmal gucken. Ich glaube, den gucke ich auch demnächst nochmal, weil der ist auch fantastisch animiert, finde ich. Also natürlich gibt es ein bisschen, man kann natürlich ein bisschen sagen, es ist ein bisschen klischeeartig, weil wir gehen natürlich nach Mexiko in einer Zeit, wo mal wieder das Fest der Toten ist, was ja irgendwie fast immer stattfindet, wenn wir gerade zufällig in irgendeinem Spiel oder in irgendeinem Film gerade in Mexiko vor Ort sind. Ich sag nur Spectre, war mal auch ganz zufälligerweise direkt am Tag der Toten. Oder Tag hier bei Tomb Raider im dritten Teil gibt es auch eine Sequenz, da ist sie auch in Mexiko und das ist natürlich auch zufälligerweise der Tag der Toten. Oder bei Robert Rodriguez. Es ist halt ständig so, das finde ich ein bisschen überbelastet, weil du kannst Mexiko halt auch zeigen wie in Roma von Dingens. Ich habe seinen Namen vergessen. Roma, ja. Roma ist ein Netflix-Film. Ja, ja, ich kenne ihn. Und da wird halt Mexiko mal endlich mal nicht am Tag der Toten gezeigt, sondern sogar recht geerdet, halt natürlich auch zu einer ganz anderen Zeit. Aber obwohl das halt wieder auf einer Ebene mitgefahren ist, die natürlich für die Story wichtig ist, muss man natürlich fairerweise sagen, ist es schon krass. Was der kleine Junge da durchmachen muss, ist schon ganz schön heftig. Der kleine Junge geht doch zum einen dadurch wegen der Oma, genau. Also wegen der Musik. Und er lässt sich halt und zum anderen ja auch, weil geht er ja auch in die Welt, zum anderen, weil er den Urgroßvater kennenlernen will, wegen der Musik, wegen der Oma. Genau. Und auch aus dem Grund, weil es ist ja irgendwie so, wenn man ein Foto von seinen verstorbenen Verwandten besitzt und die am Tag der Toten würdigt, dann kommen sie auch dort irgendwie an. Genau, kommen die Geister halt in die reale Welt. Und wenn du kein Foto hast, dann erkennt sozusagen das in der Totenwelt nicht, dass du das sein sollst und kannst halt nicht dahin gehen. Und dazu kommt dann noch der Fluch dazu, das heißt, wenn das Foto nicht aufgestellt wird und so weiter, dass du halt irgendwann vergessen wirst. Dass richtig, du halt richtig. Selbst im Reich der Toten dann wieder nochmal verschwindest. Und deshalb ist das auch so ein bisschen am Ende dann, als dann das Foto wieder auftaucht, es ist richtig herzerwärmend. Also
Ich bin mega schöner Film. Sieht dann in den Momenten gewesen, wo ich einfach nicht aufhören konnte zu flennen. So. Ja. Und wo man wieder so ein kleines Kind ist und sich einfach nur denkt, ja, krass, das kriegt mich einfach vollkommen. Auf jeden Fall verdammt, verdammt hochwertige Empfehlung an alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, weil das ist halt nicht nur mehrwertmäßig, sondern auch visuell sehr schön umgelöst. Und guckt euch den einfach an. Ich mach's kurz mit Platz 2, ja, bevor wir dann zu Platz 1 kommen. Platz 2 ist bei mir Ein Königreich für ein Lama. Ist auch auf meiner Liste, die ich letzte Woche erstellt habe. Kennst du nicht den Film? Nein, aber den kenne ich nicht. Aber da weiß ich wirklich gar nichts von. Es geht halt um König Couscous. Couscous? Couscous? Oder Cusco? Ich weiß gar nicht. Cusco oder Couscous, irgendwie so. Ich glaube Cusco. Und der wird halt zum Lama verzaubert, weil er halt vom Thron gestürzt werden soll, von der bösen Ishmael. Und der verbündet sich dann mit so einem Bauern. Der Bauer wollte eigentlich seine Farm behalten, aber der König ist halt sehr eigensinnig. Und der König will halt irgendwie Wasserpark, so ein Wasserwildpark, wie auch immer. Ja, irgendwie sowas. Wasserspielpark, wie nennt man das halt? Und will halt das da auf dieser Farm errichten, die Farm wegmachen und halt da seinen Wasserpark errichten. Und als Lama verbündet er sich dann halt mit dem Bauern, um diese böse Ishmael sozusagen zu stürzen, um wieder ein Mensch zu werden. Und diese Reise, die sie dann beginnen, da verbünden die sich dann halt. Also dieser Hass, der vorher herrschte, diese Feindschaft, wird dann immer mehr zu einer Freundschaft. Und dieser Film, der hat einfach, also ich glaube, das ist der Film aus dieser Liste, den ich am meisten zitieren kann. Noch vor Die Simpsons, der Film. Der hat einfach so viele Zitate, die ich aufzählen könnte. Und er hat auch diese eine Figur, Kronk heißt die, diese rechte Hand von Kronk. Nicht Gronk, Kronk. Nicht der, aber der ist sozusagen die rechte Hand von Ishmael und das ist so ein bisschen dieser typische Dummy-Bodybuilder irgendwie und der ist mega witzig. Er hat auch zwischendurch immer so ein paar Gewissensbisse, wenn zum Beispiel Ishmael sagt, geh jetzt los und töte das Lama, finde das Lama und töte es. Dann hat er immer so Gewissensbisse und dann taucht immer so Engelchen und Teufelchen auf seine Schulter auf und die reden erst mit ihm, so, ja, mach das nicht und ja, doch, mach das. Und irgendwann fangen die gegenseitig an, sich zu streiten, also der Teufel und der Engel, und die achten gar nicht mehr auf Gronkh sozusagen. Und ist ein, doch ein weniger liebevoller Film. Auf der Ebene liebevoll, diese Freundschaft, die sich da entwickelt zwischen diesen Bauern und Patsche heißt der Bauer und halt dem König. Gesprochen von Michael Bulle-Herbig. Oh, okay. Genau, also das ist eigentlich eher die Freundschaft, die da so im Vordergrund steht, die sich daraus entwickelt aus der Feindschaft und ist ein schöner Film. Freundschaftsfilm. Sozusagen. Also den habe ich halt in meiner Kindheit auch ganz oft gesehen, deswegen ist er halt auf Platz 2. Ich habe halt viele bei mir drin, die viele Filme aus der Kindheit sind. Also gerade wenn wir gerade bei Kindheit sind, ne, aus meiner Kindheit ist hier fast gar nichts mit dabei. Ah. Also eher so Nachholesachen oder halt aus dem letzten. Entweder Nachholesachen, beziehungsweise entweder einfach Sachen, die ich jetzt einfach, ne, guck mal, wenn ich jetzt Kindheit gesagt hätte, dann wäre wahrscheinlich was war das? Was habe ich gesagt? Robin Hood zum Beispiel. Robin Hood zum Beispiel, Dschungelbuch haben wir gesehen. Wir haben sehr viel Disney-Zeichentrickfilme zu Hause gehabt, die wir auch ständig angeguckt haben oder irgendeinen anderen. Was war denn das? Oh, das war auch irgendeine. Oder im Fernsehen halt irgendwelche dummen Serien, die man sich heutzutage nicht mehr. Phineas und Ferb war das, glaube ich. Ach so. Sowas halt. Das ist aber alles nicht hängen geblieben. Nee, aber. Ja, Königreich für ein Lama, die muss man jetzt nicht gesehen haben. Aber wenn du ihn nur auf die 2 setzt, irgendwie doch schon, oder nicht? Natürlich. Wie gesagt, muss man ihn doch eigentlich schon gucken. Genau, also naja, es kommt halt immer drauf an, ob du den Film gut findest oder nicht. Klar, man muss ja auch immer fairerweise sagen, wenn du den gerade aus deiner Kindheit mitgenommen hast, dann fliegt da natürlich noch viel mehr Persönliches mit. Ich habe halt bei dem Film, deswegen ist das vielleicht auch auf der Platz 2, wie gesagt, dieses aus Feindschaft kann auch Freundschaft werden, das habe ich als Kind mitgenommen so für mein Leben. Und deswegen ist er halt da mit drin. Und wie gesagt, zitieren kann ich den Film wirklich von vorn bis hinten. Da gibt es diese eine geile Szene, da sind die beide an so einem Baum gefesselt, sage ich mal. Der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen, also der Bauer auf der einen Seite, das Lama halt auf der anderen Seite. Und dann treiben die so im Wasser so und denken so, ah ja, okay, alles cool. Und dann treiben die auf so einem Wasserfall hinzu. Und der Bauer sieht halt den Wasserfall und sagt so, oh oh.
Und dann da sieht man das Lama halt auf der anderen Seite und er so, lass mich raten, gleich stürzt mir im riesigen Wasserfall runter. Dann sagt der Bauer so, jep. Und dann sagt das Lama, spießen uns die Felsen auf? Und dann der Bauer wieder, wahrscheinlich schon. Und dann das Lama wieder, na dann los. Und dann sieht man so in so einem, in so einer totalen, diesen Wasserfall, wie die runterstürzen und dann hörst du nur so Michael Budi Herbigs Stimme so, ja, juhu. Es ist, also, der Film ist wirklich charmant. Ja, okay. Ja. Ja, also. Das hört sich nach einer sehr schönen Geschichte an. Ja. Gucke ich mir an. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Wenn, musst du nicht, wenn es den irgendwo gibt. Genau. Bei mir auf Platz 2 ist, wir haben schon über diesen Film in meiner Top 15 geredet, ist Kubo, der tapfere Samurai, beziehungsweise im Original Kubo and the Two Strings. Das mit der Raupe, ne? Von Bradley Cooper gesprochen. War das Raupe? Kubo? War das eine Raupe? Nein, Raupe. Wen spricht Bradley Cooper in dem Film? Wir haben keinen Bradley Cooper, wir haben Matthew McConaughey mit in dem Film, der spielt einen spricht einen Käfer. Käfer. Matthew McConaughey spricht einen Käfer so. Ich weiß, nicht warum, Bradley Cooper, ich weiß, warum du auf Bradley Cooper gekommen bist, weil ein ähnlicher Typ wie du hat vor einer Woche genau das gleiche miteinander verwechselt. Da waren wir beiden Vorteil. Ja, genau. Ja, der hat das verwechselt. Nee, stimmt, Matthew McConaughey, der. Genau, Matthew McConaughey. Spricht einen Käfer so rum. Spricht einen Käfer so und Charlize Theron spricht einen Affen. Art Parkinson spricht Kubo, den tapferen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist Stop-Motion. Es ist Stop-Motion auf eine perfektionistische Art und Weise, der sieht so fantastisch aus, dass du auf den ersten Blick nicht ansehen würdest, dass er Stop-Motion ist. Sondern animiert. Ja, animiert. Also der ist verdammt hochwertig gemacht, du siehst es nicht. Also die haben natürlich mit Greenscreen gearbeitet, gerade für die Hintergründe, das musst du halt nun mal, weil du kannst nun mal nicht alles bauen. Selbst da sind uns Grenzen gesetzt, aber die Figuren vor allem. Die Figuren und einfach die Reise, die er da macht, ist einfach verdammt schön inszeniert, bringt auch Action mit rein. Das heißt, wir sind hier nicht nur auf dem kleinen sich selbst finden Trip und bliblablub, was ja immer so ganz viele Leute Angst haben, dass es dann einfach so vor sich dahin plätschert, sondern der Film ist halt, wie gesagt, hat auch seine Action-Momente, baut auch Spannung auf, hat auch verdammt charmante und lustige Momente und spricht gerade so die Bedeutung einer Familie an, beziehungsweise wird dann gerade zum Ende hin dann halt auch konsequent auf eine Art, wie man es jetzt vielleicht in diesem Ausmaße jetzt noch nicht so gesehen hat. Würde ich jetzt einfach mal so ganz grob zusammenfassen. Der ist auch bildtechnisch, also sehr schön, ne? Also ja, diese Landschaftaufnahmen unter anderem, die sind ist halt auch sehr wieder, schön. Er spielt halt Kubo, der tapfere Samurai, spielt natürlich auch wieder im asiatischen Viertel da. Aber ich finde, gerade da kannst du viel bildtechnisch machen. Weil da schaffen sie es halt auch, die haben verschiedenste, schicken ihn halt durch verschiedenste Landschaften und da hast du nun mal alles. Da kannst du nun mal mit alles aufwiegen. Das ist auch eine sehr schöne Reise. Also, es wird auch ganz schön düster. Also kann man durchaus verstehen, wenn sich das ein oder andere Kind dann schon ein bisschen gruselt, aber. Ja. Aber muss es ja auch geben. Ich glaube, gerade als Erwachsener kann man in dem Film wirklich seine Freude haben. Ich versuche ihn die ganze Zeit an meine Eltern ranzutragen, aber echt? Die wollen ihn irgendwie wollen nicht mit mir gucken. Aber gut, meine Eltern sind sowieso ein bisschen manchmal frage ich mich, ja, okay, ihr guckt Matrix, aber Quentin Tarantino ist euch zu hart. Ha. Okay. Naja, aber egal. Das war kein Django mit deinen Eltern? Nee. Nee. Sag einfach, das ist ein schöner Liebesfilm. Das ist cool. Der tapfere Samurai ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Den lege ich jedem am Herz. Mit einer meiner absoluten Lieblinge, gerade im Stop-Motion-Bereich. Und ist ein Kunstwerk, würde ich so sagen. Natürlich, wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, Stop-Motion ist ja ein Kunstwerk. Ja. Und auch das Handwerkliche. Auch gerade, weil wir ja vorhin auch herausgefunden haben, der Regisseur war vorher bei Caroline irgendwie tätig. Coraline, meine ich halt. Das ist aber lustig, weil im Film von Coraline verdrehen die auch ständig ihren Namen. Nennen sie die auch eigentlich Caroline. Deswegen finde ich das crazy. Das ist gerade ein Meta-Gig. Wahrscheinlich, ach, keine Ahnung. Aber der hat ja auch sehr lange daran gearbeitet an Kubo. Ja, beziehungsweise das Team hat sehr lange an Kubo gearbeitet. Ich glaube, fünf Jahre oder so. Fünf, sechs Jahre, glaube ich. Das ist echt krass, das durchzuziehen auch. Und hat auch den Oscar bekommen, oder? Hat er nicht? Ich wollte es eigentlich nachgucken, bevor ich hier mich in diesen Talk setze. Das weiß ich gar nicht. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, nee, aber ich vermute. Aus welchem Jahr ist Kubo? Kubo ist aus dem Jahr 2016. Nee, siehst du, und da kann ich ja schon sagen, weil ich glaube, da hat Zumania
den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen. Stimmt, weil Coco kam ja nach Zoomania. Die kommen beide nämlich aus demselben Jahr. Dann hat, glaube ich, Zoomania den geholt. Das aber, kann sein, ja. Trotzdem, vollkommen egal, wo der Oscar hingeht. Kubo ist der bessere Film von beiden. Geiler Film. Kubo ist der bessere Film von beiden. Hast du den gesehen inzwischen? Ich habe ihn gesehen, aber es ist länger her schon. Wie gesagt, die Bilder weiß ich nur noch. Wer spricht nochmal Kubo? Art Parkinson. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Kenne ich auch nicht. Habe ich noch nie zuvor gehört. Ja. Aber ist auch relativ kurzweilig eigentlich, ne? Jetzt nicht so kurz wie zum Beispiel Ghost in the Shell, aber ich meine jetzt so von der Art her auch. Ja, also, einfach weil er halt durchläuft. Genau, so, genau. So, der hat, der du, bleibt, du, du gehst halt mit der, dieser, mit der, dieser Person. Der bringt halt genügend Abwechslung rein, dass du die Zeit, die er vergeht, gar nicht mitbekommst. Weil er halt auch an verschiedene Orte kommt. Genau, also, genau. Und weil er halt einfach auch diesen verdammt guten Draht zwischen lustig, charmant, ernst, und halt düster, düster und auch Action einfach mit reinbringt. Das alles so gut miteinander kombiniert. Genau. So viel zu Kubo. Kommen wir zu doch deinem Platz 1. Ich bin jetzt sehr gespannt, was bei dir da oben ist. Wir sind jetzt beim letzten Platz. Ne? Also Platz 1 der Animation, Zeichentrick, Stop-Mo-Anime. Genau, bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt. Was würdest du denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was du für Animationsfilme kennst. Also aber was würdest du denn sagen, Platz 1, was ist da bei mir? Was würdest du so aus Intention sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, also, versuch's doch. Oder egal. Doppeln wir uns? Egal, ich sag's. Soll ich sagen? Ich sag's selber. Ich muss es ja sagen. Ja. Bei mir ist auf Platz 1 Coco. Coco! Coco ist bei mir. Coco, sehr schön. Das ist der, von meiner Liste, ist es der einzige Animationsfilm und überhaupt der einzige Animationsfilm, auch aus dem Haus Disney, wo ich wirklich im Kino saß. Von wann ist der? 2017? 17, ja. Wo ich drin saß und ich habe da wirklich, mir ist da am Ende wirklich eine Träne geflossen. Ah, ja. Also der Film ist wirklich sehr, sehr herzergreifend und also es ist einfach ein so geiler und sehr schöner Film. Wir haben ja im Prinzip schon drüber gesprochen. Aber das ist Platz 1. Ich finde schön, dass der bei uns beiden in der Top 3 mit dabei ist. Mich ist es der schönste Film überhaupt in diesem Bereich. Der ist aber auch wirklich schön. Also, ne? Ja. Also, das definiert doch auf einer Bestimmtheit schon Schönheit. Allein dieser Look. So, wie kannst du denn. Allein diese Totenwelt. Ne, wie kannst du denn das Thema Tod bearbeiten und dabei trotzdem so farbenfreudige, warme Bilder so schön kreieren? Sein, ne? Das ist geil, weil du eigentlich, wenn normaler Filmemacher sich ans Thema Tod setzen würde, können wir hast zu. Hast halt am Ende depressiv ja, und. Zu 99% haben wir da auf jeden Fall irgendwie so einen entsättigten Film, der richtig Depri ist, richtig langsam und lange Kamerafahrten hat. Und hier ist es einfach genau das Gegenteil. Genau ja, die Art, damit umzugehen, wie man es halt nicht erwartet. Und das ist halt, das macht den, glaube ich, noch viel, viel besser. Das ist ein wirklich schöner Film. Ja, sehr Platz schön. Platz 1. Alles steht Kopf. Ja, gut. Den haben wir halt auch schon. Wir haben uns unsere Platz, auch ausgiebig drüber gesprochen. Ja, haben wir schon in dem letzten Talk über meine Lieblingsfilme, könnt ihr gerne mal reinseppen. Ja. Aber auch bei Pierre. Gut, aber da hattest du keine Animationsfilme mit dabei bei deinem Top 15. Ich habe keinen Animationsfilm. Stefan hat einen Animationsfilm. SpongeBob. Du hast halt Alles steht Kopf mit drin. Alles steht Wo Kopf. War er denn dort bei der Top 15? Bei der Top 15? Platz 10? 9? Nein, da war im Moment. 7? Also, weil der Kubo war, glaube ich, auf der 9. Das heißt, er war auf der 7. Okay. Also war schon ungefähr recht weit oben. Also schon in den Top 10. Also und jetzt auf Platz 1. So jetzt auf Platz 1 mit dabei. Kurz nur noch mal, warum. Das Geile ist mir heute erst aufgefallen, als ich diese Liste quasi ausgedruckt habe und quasi Regisseur und Namen, dass Pete Docter auch die Monster AG gemacht hat. Ach, der Regisseur von... Das ist der gleiche Regisseur. Dass der nochmal tätig war. So. Die haben sie nochmal rausgegraben. Jetzt, guck mal, Monster AG, zwischen Monster AG und Alles steht Kopf liegen 14 Jahre. So, das ist schon eine große Spanne. Aber Alles steht Kopf. Ich hatte es bei mir im Talk schon mal ein bisschen gesagt. Also ich glaube, ich verbinde allein mit diesen Emotionen, mit dieser Achterbahnfahrt der Gefühle einfach verdammt viel. Aus deinem Leben auch. Ja, unter anderem spielt der Film mit rein. Dazu ist einfach diese Idee einfach verdammt
charmant einfach. Freude, also man Joy. Man sieht ja auch von den Eltern die... Genau, genau. Also Freude, Angst, Trauer, Wut und Ekel da ins Gehirn zu setzen, einfach zu sagen, hier, ihr stört jetzt mal diesen Menschen. Und wie es halt nicht nur bei den Kindern Startschwierigkeiten gibt, sondern wie auch die sich erstmal dann gewöhnen müssen und wie dann plötzlich die Erinnerungsinseln wegbrechen, wie plötzlich das Kind anfängt, die eigenen Eltern zu betrügen und weil es sich einfach nicht mehr wohlfühlt und einfach von dieser... Weil die Stadt fremd ist für sie und sie einfach depressiv ist. Ich würde sogar fast so weit gehen und behaupten, dass der Film Alles steht Kopf viel mehr für Erwachsene bringt als für Kinder. Ja, gerade. Weil ein Kind ist ja noch in seiner Kindheit behaftet und ein Erwachsener, der erinnert sich dann halt an diese Zeiten zurück. Genau, und beziehungsweise er kann ja sogar was Pädagogisches davon mitnehmen auf einer bestimmten Ebene, weil in dem Film wird natürlich auch nahegelegt, dass man als Eltern für seine Kinder schon recht viel da sein sollte, weil es halt gerade in dem Alter, in dem das Mädchen ist, glaube ich, 8, 9, 10, dass alles noch nicht so stabil ist, wie es vielleicht nach außen hin scheint. So, weil selbst Kinder immer noch verdammt gute Schauspieler sind, ne? Also wenn sie was Bestimmtes wollen, können sie ganz schnell anfangen zu heulen oder Katzenaugen machen oder der Hundeblick. Genau, der Hundeblick war es. Ja. Und naja, das ist halt, ist auf jeden Fall auch einer der Filme, ich habe es auch schon beim letzten Talk gesagt, dass ich da immer flenne wie so ein kleines Kind am Ende, aber weil das halt auch einfach alles dann so wie so ein Schwall an Gefühlen aus mir rauskommt, weil das trotz des Happy Ends halt einfach mich verdammt rührt, sage ich jetzt mal, und es ist einfach auch sehr, sehr schön ist. Genau. Ich muss ehrlich, also ich habe den zweimal gesehen, glaube ich, oder dreimal. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich muss mir echt nochmal angucken. Den gibt es aber auch, glaube ich, nirgendwo gerade, ne? Nur zum Leihen bei Prime. Ne? Also. Natürlich. Ne? Aber ich finde, die 4 Euro ist das schon wert. Also. Doch, ja. Das ist ein. Hier in Halle ist das noch nicht mal ein halbes Kinoticket. Ja, natürlich. Ne? Also, weniger sogar. Also, weniger, genau. Gibt es denn. Jetzt, bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, einen Guilty Pleasure, der es fast reingeschafft hätte? Wirklich nur einen. Lass mal gucken. Bei mir wäre es halt Toy Story. Oh, ein Film, der es natürlich nicht mehr reingeschafft hat, ist Wall-E. Ah. Den würde ich jetzt nicht als Guilty Pleasure bezeichnen, aber der ist halt auch wunderschön. Ja. Wirklich ein Guilty Pleasure ist, glaube ich, Lego Movie. Also ganz ehrlich, weil ich rede hier vom ersten, ne? Ja. Also vom ersten. Der zweite ist Bullshit. Der zweite war wirklich schwach. Der zweite hatte diese nervigen Lieder, die gingen mir dann so auf die Nerven. Die Lieder haben mir wirklich den Film kaputt gemacht. Und ohne die Lieder hätte ich gesagt, das ist ein richtig guter Film. Okay. Aber mit den Liedern habe ich gesagt, nee, das hängt mir einfach nur zum Hals rum. Aber der erste Lego-Movie, der hat zwar auch diesen einen Song, aber der ist alles super. Der ist aber wenigstens einfach, der ist super. Der Song ist sich bewusst, dass der scheiße ist. So, das hast du einfach im Gefühl. Und deswegen ist es halt mega charmant dazu halt Batman. So, ich sag nur. Das hat Christian Bale halt. Hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Genau. So, kommen wir zum Abschluss. Ne? Kommen wir zum Abschluss, genau. War eine sehr schöne Runde auf jeden Fall. Ja, war eine sehr schöne Runde. Ich muss mal meinen Moderationszettel hier wiederfinden. Ich sag auf jeden Fall danke fürs Zuhören, dass ihr dieses Mal wieder mit dabei wart. Wenn wir das hinkriegen, läuft unser Kram vielleicht bald auch bei Radio Korax. Ja. Aber das müssen wir noch gucken, wie das mit der Absprache abläuft. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf YouTube, Spotify und iTunes. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen über eine positive Bewertung bei iTunes und YouTube. Ihr könnt uns auch gerne Feedback da lassen und uns mal sagen, was so eure Top-Animationsfilme in dem Bereich sind. Könnt uns das gerne mitteilen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns, wir hören uns beim nächsten Teil. Worum geht's denn beim nächsten Mal? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Weil also entweder wir teasern es hier ständig immer wieder an, aber wir kriegen es ja irgendwie doch nicht auf die Reihe. Deswegen sage ich jetzt lieber, lasst euch überraschen, was als nächstes Mal kommt. Es ist angesetzt, dass wir mit Stefan unser letztes Trio mal irgendwann machen. Ich weiß halt nicht, ob er bis dahin aus seinem Urlaub zurück ist. Ich würde mal sagen, in 3 Wochen oder so machen wir oder 4 Wochen machen wir mit Stefan ungefähr das wahrscheinlich. 4 Wochen ungefähr, ja. Wir versuchen es. Und davor würde ich einfach mal sagen, machen wir vielleicht nochmal Top 15 Comic-Verfilmung. Top 15. Okay, ja, das ist doch mal eine Idee. Ja. Da haben wir noch ein bisschen was zum Reden. Also freut euch auf
Top 15 Comic-Waffe im Mund. Genau, hier jetzt offiziell bestätigt von Pierre Rojo. Genau. Und danach dann das Trio. Genau. Als Abschluss. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Es war mir eine Ehre, wieder hier am Start zu sein. Es macht immer wieder sehr, sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. Auch sehr interessant vor allem. Ich find's geil, wir sollten das beide so machen. Ja. Und ich sage ciao. Ich bin dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Kakao.